Sehr geehrter Herr Professor Gabriel, lieber Herr Dr. Hinks, lieber Herr Dr. Moormann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zum ersten Abend unserer philosophischen Salongespräche über die Freiheit. Mein Name ist Ulrike Pluschke, ich bin hier an der Bucerius Law School verantwortlich, unter anderem für das Studium Generale, und ich freue mich, Sie heute auch im Namen unseres Geschäftsführers Dr. Harry-Jolf Wenzler und meiner Kollegin Christine Neuhaus von der Zeitstiftung sehr herzlich begrüßen zu dürfen zur Auftaktveranstaltung unserer Freiheitsreihe. Mit dieser Reihe knüpfen wir an die philosophischen Salongespräche an, die Karl-Michael Hinks und Sven Moormann vor einiger Zeit zum Thema »Was ist der Mensch?« geführt haben. Auch damals haben wir uns darum bemüht, eine der großen Fragen der Philosophie, wenn vielleicht nicht abschließend, so doch zumindest sehr grundlegend, mit namhaften Philosophen und Denkern hier an der Hochschule zu diskutieren. Daran möchten wir anknüpfen, heute Abend und in den kommenden Veranstaltungen, diesmal unter der Überschrift Freiheit. Für Johann Gottlieb Fichte war die gesamte Philosophie, richtig verstanden, eigentlich nichts anderes als eine Analyse des Begriffs der Freiheit. Auch Martin Heidegger überschrieb 1930 eine Vorlesung, die der Einleitung in die Philosophie gewidmet war, mit dem Titel »Vom Wesen der menschlichen Freiheit«. Denn auch für Heidegger hieß nach der Freiheit zu fragen, nicht die Beantwortung einer philosophischen Spezialfrage, sondern ins Ganze fragen. Ja, wenn wir die Freiheit als etwas ansehen, was auf das Ganze zielt, auf das Ganze geht, dann kann das manchmal durchaus anstrengend und auch herausfordernd sein. Seit der Antike arbeiten Philosophen immer wieder aufs Neue daran, diese zentrale philosophische Kategorie zu ergründen, Fragen nach der Bedeutung von Freiheit und nach ihrer praktischen Anwendung. Freiheit ist insofern immer auch im gewissen Sinne eine Zumutung. Nicht nur für Hirnforscher, die bekanntlich die Willensfreiheit ins Reich der Illusion verbannt wissen wollen, weil nach ihren Forschungserkenntnissen unser Gehirn durch neurochemische Prozesse uns komplett steuert und wir determiniert seien. Freiheit ist auch eine Zumutung, weil sie es uns eben nicht einfach macht, weil sie uns immer wieder zu einer Art Selbstvergewisserung zwingt, wenn wir uns nicht nur die Frage nach einer negativen Freiheit, einer Freiheit von etwas, von Zwang oder Willkür stellen müssen, sondern auch die Frage nach einer qualifizierten Freiheit, nach einer Freiheit zu etwas, nach einer äußeren oder auch nach unserer inneren Freiheit beantworten müssen. Doch diesen Fragen nach den unterschiedlichen Dimensionen des Freiheitsbegriffs müssen wir uns stellen. Auch weil die Freiheit eben nicht nur eine abstrakte philosophische Kategorie ist, sondern der Grundstein einer aufgeklärten Gesellschaft. Freiheit als ein, wenn nicht der zentrale Wert der westlichen Welt, wird in Sonntagsreden nur allzu oft bemüht. Freiheit gilt in einer liberalen Gesellschaft als selbstverständlich und ist doch nur allzu oft bedroht. Etwa durch all jene, für die Freiheit nicht nur eine Zumutung, sondern eine echte Provokation ist, weil sie die Werte einer aufgeklärten freiheitlichen Welt nicht teilen. Gewalt und Terror, aber auch der Umgang mit neuen technischen und medizinischen Möglichkeiten sind aktuelle Herausforderungen einer freiheitlichen Gesellschaft, die wir unter anderem hier im Rahmen unserer Reihe diskutieren möchten. Wir hoffen, dass wir Ihnen dabei den Beweis nicht schuldig bleiben, dass der erste Wohnsitz der Philosophie vielleicht eben nicht gerade immer nur der vielberufene Elfenbeinturm ist, sondern dass die Philosophie im Gegenteil dazu beitragen kann, auch die Fragen unserer realen Lebenswelt klären zu helfen. Insofern werden wir in den folgenden Abenden mit unseren Gästen die Themen Freiheit und Verantwortung, Freiheit und Gleichheit sowie Freiheit und Sicherheit diskutieren. Den Auftakt der Reihe heute macht die grundlegende Betrachtung über Freiheit als Lebensmodell. Und Professor Gabriel, ich bin sehr froh, dass wir Sie für diesen heutigen Auftaktabend gewinnen konnten. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Wenn man sich den Werdegang von Markus Gabriel anschaut, dann kann man sehr schnell den Eindruck bekommen, dass er zum einen das Tempo liebt und zum anderen sich nicht gerne lange mit Nebensächlichkeiten aufhält. Bereits neben dem Zivildienst studierte er Philosophie, klassische Philologie und neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Fernuniversität Hagen, später an der Universität Bonn. An der Universität Heidelberg folgten dann 2005 eine grundständige Promotion über die Spätphilosophie Schellings und 2008 die Habilitation über Skeptizismus und Idealismus in der Antike.
Als jüngster Philosophieprofessor Deutschlands erhielt Markus Gabriel im Jahr 2009 mit gerade mal 29 Jahren einen Lehrstuhl für Erkenntnistheorie sowie Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität in Bonn. Dort lehrt und forscht er auch heute noch als Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie, insbesondere zu den Bereichen Erkenntnistheorie, Metaphysik, Religionsphilosophie und Ästhetik. Die Liste der Gastprofessuren von Markus Gabriel ist so beeindruckend, wie seine Publikationsliste lang ist. Ich werde sie Ihnen hier nicht im Einzelnen aufzählen, sondern nur erwähnen sein Buch »Warum es die Welt nicht gibt«, das es immerhin auf die Bestsellerliste des Spiegel schaffte. Das ist auch nicht allen philosophischen Schriften beschieden. Und vor kurzem erschien sein jüngstes Werk »Ich ist nicht Gehirn«, Philosophie des Geistes für das 21. Jahrhundert, von dem wir heute sicherlich auch noch einiges hören werden. Johann Schlömann von der Süddeutschen Zeitung beschrieb Markus Gabriel einmal als einen Denker von beeindruckender Intelligenz, Präsenz und Belesenheit, so schnell sprechend, selbstbewusst und ein wenig naseweiß, wie man es von außergewöhnlichen Begabungen erwartet. Wenn nur die Hälfte davon wahr ist, lieber Herr Gabriel, haben wir, glaube ich, einen sehr spannenden, interessanten Abend für heute Abend zu erwarten. Durch diesen Abend führen werden uns Kai-Michael Hingst und Sven Murmann. Beide unterrichten seit langer Zeit Philosophie hier im Studium Generale an der Bucerius Law School. Dr. Kai-Michael Hingst studierte Jura, Philosophie und Psychologie an der Universität Hamburg. Er promovierte zunächst in Philosophie über Nietzsche und William James und in Rechtswissenschaften mit einer rechtshistorischen Arbeit über die Societas Leonina. Heute ist er als Rechtsanwalt und Partner bei White & Case tätig und berät zu Finanzierungen im Bankenaufsichtsrecht und im Gesellschaftsrecht. Dr. Sven Murmann studierte Philosophie und politische Wissenschaft in München und im amerikanischen Cambridge. Es folgten die Promotion in politischer Philosophie sowie eine Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Universität Zürich. Anschließend wechselte Sven Murmann in die Wirtschaft und ist heute Verleger sowie geschäftsführender Gesellschafter der Murmann Verlagsgruppe, wo er seit 2012 die wieder aufgelegte Zeitschrift Kursbuch herausgibt. Lieber Herr Murmann, lieber Herr Hingst, Ihnen schon jetzt ganz herzlichen Dank für die Moderation des heutigen Abends. Lieber Herr Professor Gabriel, Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen. Wir sind nun alle sehr gespannt auf die Diskussion, auf das Gespräch, was Sie führen werden. Ich wünsche Ihnen allen einen ebenso erkenntnisreichen wie anregenden Abend. Herzlichen Dank. Ja, liebe Frau Pirschke, vielen Dank für die einleitenden Worte. Meine Damen und Herren, auch von uns aus ein herzliches Willkommen. Wir haben ein großes Thema vor uns und wir haben 90 Minuten, noch nicht mal mehr ganz. Wir haben uns überlegt, dass wir das folgendermaßen strukturieren. Und zwar fangen wir ein bisschen schwieriger an mit richtig harter Philosophie und machen erstmal Schwarzbrot. Haben wir uns überlegt und schaffen die Grundlagen für eine Diskussion, die dann in einem zweiten Block sich etwas lebensnäher mit dem Thema Freiheit als Lebensmodell, Freiheit als Modell einer neuzeitlichen Vorstellung von Leben beschäftigen möchte, um dann im Schlussteil auf Folgen für unsere gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zu kommen. Diese drei Teile wollen wir jetzt in etwa 60 Minuten abschreiten und lieber Kai-Michael, du beginnst. Lieber Sven, vielen Dank. Lieber Herr Gabriel, auch von mir ein herzliches Willkommen auch an Sie, meine Damen und Herren. Wenn wir, wie wir es uns vorgenommen haben, heute Abend mit Ihnen, Herr Gabriel, über Freiheit als Lebensmodell sprechen, dann stellen sich natürlich Fragen nach dem Inhalt von Freiheit, sei es Handlungsfreiheit, gemeinhin verstanden als die Freiheit zu handeln, wie man es sich vorgenommen hat, wie es dem Willen entspricht, wie es von Willensfreiheit getragen ist und auch im Rahmen von Wahlfreiheit, also der Möglichkeit zwischen verschiedenen Optionen frei zu wählen, unserem Selbstverständnis entspricht. Dieses Selbstverständnis unserer selbst als frei bricht sich aktuell naturgemäß an der Diskussion, die die Neurowissenschaften ausgelöst haben, als da wären die Neurochemie und die Neurobiologie, die nämlich auf der Basis einer unterstellt naturgesetzlich dann kausal verstandenen Bestimmung unserer Hirnströme und dessen, was in unserem Gehirn vor sich geht,
in Zweifel zu ziehen meinen und auch in Zweifel ziehen möchten bisweilen, dass wir tatsächlich diese genannten Freiheiten womöglich bis hin zu einer im vollen Sinne des Wortes verstandenen politischen Freiheit tatsächlich haben. Diese Diskussion führt unmittelbar hinein in eine sehr alte, die Philosophie seit jeher beschäftigende Thematik, nämlich den Kontrast oder den scharfen Gegensatz auch von Determinismus und Indeterminismus. Unter Determinismus versteht man ja gemeinhin die These, dass Vorgänge, inklusive dann, wenn wir vom Menschen sprechen und seinen Dispositionen, unser Fühlen, unser Handeln, unser Wollen, unser Empfinden, unser Sprechen, auch das, was wir von uns selber denken, letzten Endes konsequenterweise mit eingeschlossen, bestimmt und vorherbestimmt sind. Das wäre jedenfalls die These eines harten, sehr weitgehenden Determinismus. Natürlich gibt es Spielarten, auch weichere Varianten des Determinismus. Die Gegenposition zu diesem Determinismus wäre der Indeterminismus, der also die Bestimmung und Vorherbestimmung unserer selbst in den genannten Komponenten bestreitet, zugunsten einer Nichtbestimmtheit, wobei dann zu klären bleibt, wozu wir eigentlich nicht bestimmt sind und was die Abwesenheit dieser Bestimmung im Einzelnen aussagen soll, auf Basis einer indeterministischen Position. Damit verschränkt sich die Frage nach der Freiheit, nach dem Gegebensein von Willensfreiheit und anderen Freiheiten. Gemeinhin nimmt man wohl an, dass mit der These des Determinismus ausgeschlossen ist, so etwas wie Willensfreiheit. Das mag keine zwingende Verbindung sein, wie man sich durchaus fragen kann, wenn auch verbreiteterweise wir fürchten müssen oder meinen fürchten zu sollen, dass wir nicht frei sind, wenn wir denn determiniert sind, dass wir eben unfrei wären, dass wir nicht Herren unserer selbst wären, nicht autonom, selbstbestimmt handeln könnten, denken könnten, wollen könnten. Welche Fragen hat nun eine Entscheidung oder eine Thematisierung dieser Bestimmung oder Nichtbestimmung für uns als Menschen? Welche Folgen hat eine Entscheidung über unsere Position in diesem Konflikt, der ein alter ist und der den Menschen unmittelbar angeht? Denn ein frustriertes Selbstverständnis unserer selbst als frei dürfte nicht spurlos an uns vorübergehen. Sie haben in Ihrem Buch »Ich ist nicht Gehirn« dazu eine prononcierte These vertreten, Herr Gabriel. Darf ich Sie zum Eingang fragen, sind wir so frei, für wie wir uns halten? Ja, also ich gehöre zu denen, die sagen würden, in der Tat, wir sind tatsächlich so frei, wie wir glauben zu sein. Das heißt jetzt zweierlei. Ja, das ist jetzt schon ein kleiner philosophischer Trick eingebaut, ich entwickle gleich den Gedanken, das heißt schon mal zweierlei. Wenn Sie sich für unfrei halten, also wenn Sie nicht glauben, dass Sie frei sind, werden Sie dadurch unfrei, das behaupte ich. Und zweitens, wenn Sie das richtige Verständnis davon haben, was es heißt, dass Sie frei sind, werden Sie durch dieses Verständnis frei. Freiheit, ich skizziere gleich, wie ich darauf komme, ist nicht eine Eigenschaft, die Sie so haben wie zum Beispiel Fingernägel. Ja, bin ich frei oder nicht? Ist nicht so eine Frage, wie habe ich Fingernägel oder Ohren? Das kann man ja auf eine bestimmte Weise feststellen. Ja, man schaut hin oder fragt die Naturwissenschaftler. In dem Fall wäre das zu leicht, da brauchen wir keine Wissenschaftler. Aber Freiheit ist nicht etwas an einem Körperding. Ja, das ist das Erste, was man erstmal gleich richtig verstehen muss. Also die Freiheit muss man an der richtigen Stelle suchen, und zwar, glaube ich, im Geist. So, dazu werde ich gleich etwas sagen. Und um das genauer zu verstehen, worüber ich hier rede, muss man noch einmal in den Aufbau des Problems blicken. Ja, worüber reden wir eigentlich, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit sei auf eine sehr grundlegende Weise bedroht? Natürlich ist unsere Freiheit durch allerlei Formen von Zwang bedroht, das ist klar. Ja, das kennen wir und dann setzen wir uns politisch ein, wenn wir irgendwo feststellen, es kommt mehr Zwang und so weiter. Das ist aber dann irgendwie noch nicht direkt das philosophische Problem. Man weiß, hier ist ein offensichtlicher Zwang, den muss man bekämpfen. Zum Beispiel hält mich jemand auf der Straße fest, sodass man von Nötigung sprechen muss. Dann ist das noch nicht direkt ein philosophisches Problem, wenn auch ein Problem, aber nicht unbedingt ein philosophisches. Das philosophische Problem entsteht auf die folgende Weise. Man hat das Gefühl, und zu Recht zunächst einmal, dass wenn anonyme Mechanismen, über die wir keine Kontrolle haben, die nicht in unserer Hand sind, steuern, was in uns bewusst vorgeht, dass wir dann unser Leben nicht ansatzweise so in der Hand hätten, wie wir das glauben. Einfaches Beispiel.
auf das man philosophisch gekommen ist und das leider in der Hirnforschung oft immer wieder auch erwogen wird als ernsthafte Möglichkeit, das, was Philosophen nennen, den Epiphänomenalismus. Der Epiphänomenalismus ist die These, dass ihr gesamtes Bewusstsein, also das, was Sie vereinfacht gesagt gerade erleben, wenn Sie zum Beispiel mich sehen, also Sie sehen gerade uns, wir sehen gerade Sie, das könnten Sie so verstehen. Sie haben eine Bühne, auf der ich auftauche, ich habe eine Bühne, auf der Sie auftauchen. Nennen wir diese Bühne das Bewusstsein. Eine sehr natürliche Vorstellung. Ich sehe was, was du nicht siehst, kennt jedes Kind. So. Und wenn jetzt das, was auf der Bühne auftaucht, ja, in gar keiner Weise durch Sie kontrolliert werden könnte, obwohl Sie das Gefühl haben, ich kann jetzt nach links schauen oder nach rechts schauen, ich bin also frei, ja, ich kann dies wählen und jenes wählen, ich kann über das nachdenken oder über etwas anderes. Wenn das, was auf der Bühne meines bewussten Erlebens auftaucht, nicht in meiner Hand liegt, sondern von fremden Mächten kommt, dann bin ich lediglich ein Zuschauer. Dann tue ich gar nichts. Ich. Das heißt, ich bin dann plötzlich nur noch, um eine andere Metapher aufzurufen, sozusagen eine illusorische Benutzeroberfläche des Organismus, die vielleicht durch im Rahmen der Evolution entstanden ist. Und dann kann man vielleicht auch noch sagen, wofür die gut ist oder auch wofür nicht. Die könnte auch lediglich ein unwichtiger Nebeneffekt sein, wie zum Beispiel die Schwere des Fells des Eisbären. Ja, Eisbären haben ein ausgesprochen schweres Fell. So. Das hilft ihnen natürlich zum Überleben, weil es kalt ist. Aber die Schwere des Fells, ja, ist ja wenn überhaupt hinderlich. Nun können die Biester trotzdem ziemlich schnell rennen. Das wird also ausgeglichen, leider. Also bei Eisbären ist es immer gefährlich. Aber der Witz ist eben, es könnte sein, dass unser gesamtes bewusstes Leben, so könnte man jedenfalls meinen, von irgendwelchen anderen Mechanismen gesteuert wird, die nicht so sind wie das, was wir glauben. Dann wäre ihr gesamtes Bewusstsein, also alles das, was sie tagtäglich erleben und was ihnen wichtig ist, ja, habe ich Schmerz oder nicht, ist ziemlich wichtig, hat was mit Bewusstsein zu tun. Alles das wäre dann im Grunde genommen so, das ist eine Metapher, die ich in dem Buch verwende, wie die deutschen Untertitel zu einem chinesischen Film. Die deutschen Untertitel spielen ja im Film keine Rolle. Es ist ja nicht so, dass die Schauspieler oder die Figuren im Film sagen, wieso läuft da eigentlich ein deutscher Text? Ja, der deutsche Text gehört nicht zur Filmwelt. Und dann wäre es so, dass ihr Bewusstsein im Grunde genommen einfach nur so ein Text wäre, der abläuft, ohne eingreifen zu können ins Geschehen. Das ist die Befürchtung. Ja, so. Und wenn man diese Befürchtung nicht zerstreuen kann, hat man plötzlich das Gefühl, dass irgendwie eine Freiheitsbedrohung kommt. Ja, das ist so eine Quelle von Freiheitsbedrohung, die man heute erlebt. Nun ist es allerdings so, wenn man in die Debatte über Willensfreiheit in der Philosophie schaut, insbesondere der letzten 50 Jahre, gab es eine sehr interessante Umstellung. Philosophen haben sich nämlich gefragt und Philosophinnen, warum sollte denn eigentlich der Determinismus freiheitsbedrohend sein? Ja, also angenommen mal ganz einfach, das ist auch letztlich meine Lösung schon, aber angenommen mal, alles wäre determiniert, soll heißen, immer wenn etwas geschieht, geschieht etwas anderes und es hätte nichts anderes geschehen können als das, was geschieht. Also Sie haben einen Weltzustand A, da ist irgendwas der Fall, zum Beispiel, dass ich gerade nicht die Hand gehoben habe, jetzt hebe ich die Hand. Erst war die Hand nicht gehoben, nun ist sie gehoben. So. Und hätte irgendwas anderes passieren können, als dass ich die Hand hebe. Angenommen, es wäre nicht so. Hätte ja nichts anderes passieren können. Ist ja das Geschehen. Ja? Angenommen, die Wirklichkeit enthielte nicht Möglichkeiten, sondern nur das geschieht. Die Wirklichkeit wäre, was geschieht. Dann wären da nicht Möglichkeiten, sondern ist halt nur irgendwas geschehen. Vielleicht auch nach irgendeiner Regel, Naturgesetz oder so. Frage, würde mich das unfrei machen? Warum eigentlich? Und die meisten Philosophinnen und Philosophen antworten, das macht uns nicht unfrei und die nennt man Kompatibilisten. Kompatibilismus ist die These, dass Determinismus und Freiheit gar nicht unvereinbar sind. Ja, das wären ja auch schlechte Nachrichten, denn es spricht vieles für den Determinismus, sagt man dann. Ja. Nun sind aber Determinismus und Freiheit gar nicht inkompatibel, sondern kompatibel, also ist gut. Nun spricht dagegen allerdings wiederum auch einiges. Ja, deswegen gibt es immer noch Inkompatibilisten, die mich stören. Ja, ich bin Kompatibilist, eine gewisse Mehrheitsmeinung, schließe mich in dem Fall ausnahmsweise an, aber aus keinem der üblichen Gründe, also ich wollte kurz noch meine Individualität hier behaupten, aber die Inkompatibilisten argumentieren so, die sagen stopp, das passt nicht zusammen. Freiheit und Determinismus. Hier ist die Überlegung, ein berühmtes Argument, das Konsequenzargument heißt das. Wenn das, was jetzt geschieht, zum Beispiel, dass ich meine linke Hand hebe, ja, schon feststand, bevor es mich gab, kann ich das nicht entschieden haben. Ja, das sieht plausibel aus. Also das ist eine Uridee. Der Determinismus, die Diskussion über den freien Willen, kommt übrigens aus der Theologie. Es ist interessant, dass die gegenwärtigen Debatten zum Beispiel mit den Neurowissenschaftlern eine theologische Vorgeschichte haben.
Augustinus sagt, wir haben einen freien Willen, Luther sagt nein. Das geht schon durch die Konfessionen, diese Debatte, und die geht dann so weiter. Und die Urdebatte lautete, wenn Gott am Anfang der Schöpfung schon alles weiß, sonst wäre er nicht allwissend, weiß Gott, ob ich jetzt meine linke Hand hebe. Bevor es mich also gab, stand schon fest, dass ich meine linke Hand hebe. Wie soll ich denn dann frei sein? Es findet eh statt. Ich bin dann, da sehen Sie, der Zuschauer. Ja? In der theologischen Story bin ich der Zuschauer dessen, was Gott entschieden hat. In der Neurostory, die genauso funktioniert, bin ich der Zuschauer dessen, was das Gehirn entschieden hat. Das Gehirn ist so eine Art dummer Nachfolger von Gottes, also so eine Art verfleischte Version Gottes. Von dieser Struktur erfüllt das dieselbe Funktion und sieht dadurch freiheitsbedrohend aus. Ja? So. Das ist die Gefahr. Also Sie sehen, es scheint einiges zu sprechen für den Kompatibilismus, ja? Nämlich wenn ich doch bestimmt habe, dass ich meine linke Hand jetzt heben möchte, dann war das zwar bestimmt, aber durch mich. Ja? Freiheit heißt Selbstbestimmung. Deswegen verwenden wir das Wort ja. Wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung, wir wollen Selbstbestimmung. Auf Griechisch heißt das Autonomie. Ja, wir denken, das wollen wir doch haben. Und das haben wir, wenn es denn so ist, dass das, was geschieht, manchmal dadurch bestimmt ist, dass ich etwas will. Damit komme ich auf einen ganz wichtigen Unterschied noch zu sprechen. Willensfreiheit und Handlungsfreiheit, und ich sage auch schon mal etwas, aber darüber werden wir später noch reden, im zweiten und dritten Teil über politische Freiheit. Unter Willensfreiheit versteht man, Sie haben das ja schon, unter Handlungsfreiheit versteht man, dass man tun kann, was man will. Ja, also wenn ich Ihnen zum Beispiel zweierlei anbiete, nehmen Sie dies oder das, ja, wie in so einer Fernsehsendung, Tor 1, 2 oder 3, hinter einem Tor ist der Zong, hinter dem anderen der Mercedes, und Sie wählen jetzt ein Tor, dann war das Handlungsfreiheit. Ich habe Sie ja nicht gezwungen. Es ist ja nicht so, dass der Moderator sagt, 1, 2 oder 3, Sie nehmen 1. Ja, dann wäre auch die ganze Sendung sinnlos. Wir wollen ja, dass die Leute 1 genommen haben und haha, es war nicht der Mercedes. Ja, und dann Schadenfreude. Also darum geht es ja eigentlich bei der Sendung, dass die nicht gewinnen. Wenn die immer gewinnen, wird das keiner sehen. Also das ist die Handlungsfreiheit. Das zweite wäre Willensfreiheit. Willensfreiheit wäre die Vorstellung, dass ich nicht nur tun kann, was ich will, sondern auch wollen kann, was ich will. Das heißt das Folgende. Nehmen Sie einen einfachen Fall. Der Drogensüchtige kann tun, was er will, zum Beispiel sich Heroin besorgen. Aber der hat keine Wahl. Der will Heroin. Der kann es dann zwar kriegen, wenn man ihn nicht daran hindert. Der ist also frei, Heroin zu kriegen. Es war frei, hatte also Handlungsfreiheit. Aber da fehlte irgendwas. Wir haben das Gefühl, und er oder sie wahrscheinlich auch, weniger frei zu sein, weil ein Zwangsmechanismus da ist. Denn der Drogensüchtige hat keinen Zugriff auf seinen eigenen Willen. Ja, das ist also auch eine Bedrohung von Freiheit, dass der Wille deswegen unfrei sein könnte, weil sie ihn einfach haben. Wir wollen ja einiges einfach so. Irgendwann ist Schluss mit dem Begründen. Fragen Sie sich zum Beispiel mal, warum Sie morgens aufstehen. Jetzt können Sie irgendeinen Grund nennen. Ja, zum Beispiel, ich muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und so weiter. Aber dann können Sie sich wieder fragen, warum wollen Sie denn arbeiten gehen? Warum wollen Sie denn Geld verdienen? Ja, und dann geben Sie vielleicht immer noch irgendwelche Gründe und am Ende kommt vielleicht raus, dass Sie gerne leben wollen. Ja, und dann kann ich Sie aber wieder fragen, und warum wollen Sie denn leben? Und an der Stelle könnte jetzt ja zum Beispiel sofort der Neurobiologe einspringen und sagen, dass Sie überhaupt leben wollen, liegt daran, dass Sie ein Lebewesen sind, ein Tier, das einen Selbsterhaltungstrieb eingebaut hat, ob Sie wollen oder nicht. Und schon sehen Sie, dass es so aussieht, als ob irgendwas Fremdes die Regie führt. Ja, so, das ist wieder das Problem. Die Lösung sieht meines Erachtens so aus, ich habe es ja schon skizziert, darüber werden wir dann gleich im Detail sprechen, dass wir verstehen, dass Freiheit wirklich Selbstbestimmung ist. Ja? Freiheit besteht nämlich darin, dass wir Zugriff darauf haben, auf welche Weise wir ein Bild von uns machen, ein Lebensmodell. Freiheit besteht nicht so sehr darin, dass Sie in einer bestimmten Handlung etwas tun können, dies oder das wählen, das können Sie ohnehin. Handlungsfreiheit bezweifelt übrigens keiner. Auch kein Neurowissenschaftler. Der sagt ja auch, wenn ich Ihnen Currywurst oder Jägerwurst hinstelle und Sie nehmen die Currywurst, dann können Sie die nehmen. Ist ja nicht so, dass die Neurowissenschaftler Ihnen dann die Wurst wegnehmen, sondern Sie können die schon nehmen. Handlungsfreiheit hat keiner bestritten. Aber Willensfreiheit. Ja, so. Aber das richtige Bild ist meines Erachtens, dass wir verstehen, dass nicht in uns jemand steckt, der Wille, und der ist entweder frei oder unfrei, sondern dass wir in ganz komplexen Bedingungsgefügen, ja, ein Bild davon machen, wie die Lage ist. Ganz einfach. Wir gehen alle gerade davon aus, dass hier ein philosophischer Salonabend über Freiheit stattfindet. Und dazu gehört, dass wir uns an bestimmte Handlungsvorschriften halten, von denen wir glauben, dass sie gelten. Zum Beispiel erwartet niemand, dass ich jetzt aufstehe und einen Bauchtanz mache.
Ja, so. Das ist also, war das jetzt eine Aufforderung zum Bauchtanz? Genau. Aber das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir uns bewegen, werden immer dadurch gesteuert, dass wir uns ein Bild davon machen, dass die anderen sich ein Bild von der Situation machen und darauf reagieren. Soziologen nennen das doppelte Kontingenz. Ich weiß nicht, was Sie wollen, Sie wissen nicht, was ich will, also mache ich mir ein Bild davon und Sie ein Bild davon und dadurch geschieht etwas, weil wir erwarten, dass jemand etwas macht und so weiter. Sie kennen die berühmte Zwickmühle auf der Straße, Sie rennen in jemand rein und dann geht dieses Hin und Her los. Beide gehen nach links, beide gehen nach rechts und der richtige Weg der Auflösung ist, dass man dann lächelt, anstatt sich schlägt. Daran sehen Sie, es ist alles halbwegs noch okay in Deutschland. Wenn das jedes Mal zu einer Schlägerei führte, bräuchten wir eine gesellschaftliche Debatte. Aber gut, das ist diese Koordinationssystem. Darin liegt Freiheit, meines Erachtens. Also nicht darin, dass in mir jemand steckt, der entweder frei ist oder unfrei. Entweder ist in mir eine Stimme, die mich zwingt und ich kann nicht anders. Oder eine Stimme, die absolut frei ist. Denn das würde mir nichts bringen. Ja, angenommen, in Ihnen steckte jemand, der Wille, das Ich. Und dieser jemand würde sich einfach zufällig entscheiden die ganze Zeit. Wären Sie auch nicht frei. Aber dennoch gibt es natürlich auch für das selbstbestimmte Ich, selbst wenn wir uns jetzt einig sind, dass wir sozusagen Freiheit so definieren wollen, gibt es für diese Selbstbestimmung gewisse Bedrohungsfaktoren, nämlich Fremdbestimmung. Ja. Fremdbestimmung aller Art, die auftreten können. Diese Vorstellung, dass ich mein Leben selbstbestimmt führe, kann zum Beispiel fremdbestimmt werden durch mein Unbewusstes. Mhm. Alles, was ich unbewusst tue, und ich tue permanent Dinge unbewusst, also wir könnten ja gar nicht Auto fahren oder anderen Tätigkeiten nachgehen, wir könnten nicht kochen, wir könnten gar nicht Zähne putzen, wenn wir nicht ganz viele Routinen schon hätten, die im Grunde genommen völlig unbewusst ablaufen. Mhm. So. Das heißt, wenn ich das extrapoliere und ich schaue auf meinen Lebenszusammenhang, dann mache ich schon ein Fragezeichen, wie viel meiner Wahl, die ich getätigt habe, um da zu sein, wo ich heute bin, wirklich in freier Selbstbestimmung sich hat realisieren lassen. Sondern ich muss mich doch eigentlich auch damit beschäftigen, welche Bedingungen waren eigentlich da, dass ich mich überhaupt zum Beispiel mit Selbstbestimmung identifizieren kann. Mhm. Ich bin ja sozusagen Kontext. Mein Ich ist ja kein atomares Ich, das sich selbst wählt, sondern durch meine Biografie bin ich in ganz vielen Kontexten. Aus diesen Kontexten, diese Bedingungen, entstehen Fremdbestimmungen, oder? Das hängt natürlich von den Kontexten ab, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht so ist, sondern dass das die freie Selbstbestimmung darin liegt, dass wir uns dauernd zu den potenziell fremdbestimmenden Faktoren verhalten. Ganz einfach, ja, sie kleiden sich. Das heißt, ihr Körper untersteht vielen in diesem Sinne unbewussten Prozessen. Das heißt zum Beispiel die Geschwindigkeit des Wachsens meiner Haare, auf die habe ich keinen Zugriff. Aber ich habe Zugriff darauf, wie oft und unter welchen Bedingungen ich zum Beispiel einen Friseur besuche. Ja? Das heißt, wir verhalten uns zu den relevanten, nicht durch uns kontrollierbaren Bedingungen auf verschiedene Weise. Zum Beispiel ist jede Person in diesem Raum irgendwann geboren worden. Ja? Natalität nennt das Hannah Arendt. Um die bessere Version von Heidegger aufzurufen. Bei Heidegger ist Tod, bei Hannah Arendt Geburt. Ich finde Geburt besser. Okay. Wir verhalten uns zu unserer Geburt zum Beispiel. Das ist etwas, woran wir nichts ändern können. Aber bestimmt ist denn die Geburt, die in dem Sinne nicht in meiner Kontrolle liegt, ist natürlich nicht mein Gegner, sondern eine Möglichkeit dafür, dass ich etwas tue. Auch die unbewusst eingespielten Routinen funktionieren ja so. Also nehmen wir eben den Fall des Autofahrens. Ja. Ich brauche dafür unbewusst ablaufende Mechanismen, die man natürlich in der Tat neurowissenschaftlich teilweise untersuchen kann, aber eben auf verschiedene Arten und Weisen auch studieren kann. Sind die Potenziale der Fremdbestimmung? Wenn man sich jetzt mal das Gegenteil vorstellt, also zurückversetzt in die Fahrschule und die Routinen noch nicht hatte, war man deutlich unfreier. Ja, mit schwitzenden Händen, dauernd kontrolliert von dem Beobachter auf der Straße. Man sieht ja am Fahrverhalten von Fahrschülern, dass die unfrei sich bewegen. Warum? Weil die unbewussten Routinen gerade noch nicht haben. Gut, aber es gibt natürlich in der Philosophiegeschichte bedeutende Widersacher gegenüber dieser These, etwa Nietzsche, Schopenhauer mit seiner Willensmetaphysik. Aber ich glaube auch, wenn man an Freud denkt, die Psychoanalyse, das heißt also all diejenigen Theoretiker und im Falle von Freud auch Empiriker, die herausgefunden haben, der Mensch ist primär triebgesteuert.
und durch das Unbewusste gesteuert, biologisch gesteuert. Mhm. Er ist primär ein biologisches Wesen, mhm. eine Tierart. Mhm. Ja, eigentlich eine Tierart. Und Sie haben dieses wunderbare Beispiel in Ihrem Buch, Romeo geht zu Julia und überreicht ihr eine Rose. Ist er jetzt von seinem Geschlechtstrieb gesteuert? Oder warum überreicht er eigentlich Julia diese Rose? Man könnte ja zum Beispiel sagen, selbst wenn jemand sagt, ja, es gibt gute Gründe dafür, dass er nicht von seinem Trieb gesteuert ist, ja, weil er andere Ideen hatte, Emotionen, vielleicht sogar nachgedacht hat, vielleicht ist Julia reich und er wollte sie heiraten deswegen, ja, eine rationale Überlegung, ein Kalkül, also nicht triebgesteuert, dass er immer erst nachher, der gute Romeo, in der Erinnerung sich die Gründe baut für das, was er eigentlich getan hat. Ja, in seiner primären Aktion war er schlichtweg triebgesteuert. Wäre eine schopenhauerische Argumentation. Das wäre exakt die schopenhauersche Argumentation. Da hat einen scheußlichen Text geschrieben, der Schopenhauer, mit dem Titel Metaphysik der Geschlechtsliebe. Da wird übrigens auch, ich führe das in dem Buch aus, das wird gerne übersehen, erklärt, warum die Französische Revolution, die Schopenhauer ganz schrecklich fand, stattgefunden hat. Die Erklärung ist ganz einfach die, nachdem die Europäer die Zwangsehe aufgegeben hatten und durch die romantische Liebe jeder seinen Partner wählen konnte, war es völlig klar, dass die französische Gesellschaftsordnung zusammenbrechen musste. Deswegen findet Schopenhauer Indien so gut, weil er, wie er dort sagt, die Weiber, selbst wenn der Mann gestorben ist, noch einen Mann an ihre Seite kriegen, Vater oder Bruder und so weiter, der dafür sorgt, dass sie das ehrlich erarbeitete Vermögen des Ehegatten nicht einfach verschleudern, wozu die Weiber neigen. Denn die sind nur gut im Kindererziehen, sagt er, und im Geld ausgeben. Das nur beiläufig gesagt. So. Ist ein ganz scheußlicher Text. Also meine, die beiden schlimmsten Texte von Schopenhauer sind über die Weiber und die Metaphysik der Geschlechtsliebe. Aber Freud über Frauen ist übrigens auch sehr interessant. Also weibliche Sex. Aber das nur Klammer zu, ja, um jetzt Sympathien zu ernten. Jetzt aber zur Sache zurück. Was macht man also philosophisch gegen die dunkle Seite der Macht? Also die genannten Autoren würde ich mit der dunklen Seite der Macht in Verbindung bringen. Und die Frage ist, was spricht gegen das? Die dunkle Seite der Freiheit. Ja, genau. Ja, genau. Das ist die dunkle Seite der Freiheit. Ja. Nehmen wir den Romeo und Julia-Fall. Ja. Ich glaube in der Tat, der Begriff der Freiheit, wir reden über Freiheit, wenn wir uns ein Bild davon machen wollen, was jemand getan hat. Ja? Also Freiheit, der Begriff der Freiheit, Willensfreiheit, Handlungsfreiheit, auch politischer Freiheit, ist Teil unserer Handlungserklärung. Warum hat der das getan oder die? Das ist, wenn, dann kommt der Begriff Freiheit. An der Stelle sitzt der in unserem, im System unserer Begriffe. Ja? Und jetzt haben wir eine Wahl. In dem Buch nenne ich das die freundliche Liste und die fiese Liste. In der freundlichen Liste schreibe ich auf, was der Romeo getan hat, zum Beispiel so. Er hat eine Rose gekauft, weil er die Julia eben nicht einfach nur mit sexuellen Übergriffen belästigen möchte, sondern sich höflich nähert. Er möchte ihr zeigen, dass er ein bestimmtes Verhältnis zur Natur hat. Vielleicht trägt er auch noch das Rose reiner Widerspruch von Rilke vor an der Tür oder sowas. Ja, und sagt, es ist auch ein bisschen dornig und schmeichelt ihr damit, wie vielfältig sie und so weiter. Und während er die Rose gekauft hat, hat er die Rose auch nicht gestohlen zum Beispiel und auch nicht den Blumenhändler ermordet, sondern als guter Staatsbürger einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung Geld verdient und damit die Rose gekauft. Und sie haben halt so eine Story darüber, wie der Romeo dazu gekommen ist, die Rose zu kaufen. Das ist die freundliche Liste. Ja? Jetzt können Sie aber auch eine fiese Liste erstellen. Die sieht dann ganz anders aus. Ja? Romeo ist seinem Geschlechtstrieb gefolgt, denn er ist auch nur ein hochgerüsteter Affe, wie wir alle. Ja, das ist schon mal, was ihn grundsätzlich gesteuert hat. Da er wusste, dass er nicht damit direkt zum Ziel kommt, sonst wäre er ein Vergewaltiger und das geht halt nicht, dann wäre er ja wieder bedroht worden von der Polizei und er will ja auch überleben, hat er also einen Handlungsweg gewählt, der ihn zum Ziel führt, aber er hatte eigentlich die ganze Zeit nur andere Pläne. Das heißt, das freundliche Lachen von Romeo an der Tür, hier ist die Rose, liebe Julia, ist eigentlich nur ein listiger Trick eines Raubtiers, wie Nietzsche sagen würde. Raubtier, sagt er, weil er selber gerne eins gewesen wäre, aber der war ganz zahm. Er wäre gerne so ein Raubtier. Und das ist dann das Bild. Jetzt die Frage, haben wir, und das, da sehen wir es schon, haben wir denn eigentlich Gründe? Philosophische, naturwissenschaftliche, juristische, soziologische. Haben wir eigentlich Gründe zu glauben, dass alles menschliche Handeln nach dem Modell fieser Listen erklärt werden kann?
Und ich glaube, wir haben keinerlei solche Gründe. Wir haben weder die empirischen Belege, wir haben nur sehr unvollständige und abgekürzte und teilweise fehlinterpretierte psychologische Experimente, die dann neurowissenschaftlich mit neurowissenschaftlichen Methoden angestellt werden können heute, was die Wissenschaft verbessert, spricht nichts gegen. Aber wir haben nur sehr kleine Experimente, nur sehr kleine Ausschnitte aus dem menschlichen Handeln. Da haben wir keine Daten. Wir haben keine soziologischen Daten, die uns ein Bild davon machen, dass die fiesen Listen immer stimmen. Wir haben keine solchen Daten. Ja, das heißt, unsere Handlungserklärung selber, also nehmen Sie die freundliche Liste oder die fiese Liste fürs menschliche Verhalten, ist schon Freiheit. Dass Sie wählen müssen zwischen so will ich sehen oder so will ich sehen, darin sehen Sie schon wieder die Anwesenheit der Freiheit. Was würden Sie von der These halten, dass die Deutung, die Präsenz zweier Optionen oder Wahlmöglichkeiten sei schon ein Beleg von Freiheit, letzten Endes nur, nochmal Nietzsche, eine Art erhaltende, lebensförderliche, nützliche, praktische, glücklicherweise uns gegebene Illusion ist, von der wir uns nur um den Preis unser Überleben und gutes Leben zu riskieren befreien könnten, weshalb wir es auch nicht tun. Anders gefragt, gibt es Gründe, die ein oder die andere Deutung zu präferieren, also diese dunkle Seite unserer Freiheit in den Schatten zu stellen, in dem wir sie gerne sehen würden, und auf der hellen, lichten Seite die guten Motive stärker zu akzentuieren, weil wir nämlich glauben, dass sie eigentlich diejenigen seien, die uns antreiben, weil wir nämlich denken, dass eigentlich unsere Freiheit sich doch auf diesem Feld am liebsten ausagieren würde. Also das Einfachste, was ich im Buch erwäge, philosophische Argument für die gute Seite, hat einen technischen Umweg, aber ich mache das ganz vereinfacht, dann die Idee werden Sie ganz schnell sehen, glaube ich. Für die gute Seite, also dass wir frei sind und nicht die ganze Zeit gesteuert von etwas, was wir teilweise noch nicht ganz kennen, etwas Dunklem, Gehirn, der Kosmos selber oder so, oder das berühmte Unbewusste oder irgendwas, nehmen wir also die andere Seite, auf der guten Seite, was spricht denn für die? Antwort, dass auf der guten Seite die meisten Sätze, die wir äußern, wenn wir über uns und andere sprechen, wahr sind. Ja, ich sage zum Beispiel, Romeo ist in Julia verliebt. So, und wenn jetzt die dunkle Seite der Macht sagt, nein, er ist eigentlich ein verhinderter Vergewaltiger. Jetzt nehmen wir den nächsten Satz. Romeo bestellt heute keinen Schokoladenkuchen, weil er abnehmen möchte, weil er so gerne diese und jene Anzüge trägt. Die findet er so schick und er mag diese Mode. Er wohnt in dem Stadtteil, da trägt man solche Anzüge und so weiter. Oder auch keine Anzüge, was auch immer man da trägt, wo der Romeo wohnt. Ja, so, also Sie beschreiben den mit lauter alltäglichen Sätzen. So reden wir die ganze Zeit. Ja, jemand ist zu schnell gefahren, weil er zu seiner Frau wollte, die gerade ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie sich den Finger gebrochen hat auf der Arbeit. Das sind alltägliche Sätze. Die Vertreter der dunklen Seite der Freiheit machen diese Sätze falsch. Für jeden dieser Sätze haben die einen anderen Satz. Das heißt, auf der guten Seite, die gute Seite kann unsere Alltagssprache erklären, die dunkle nicht. Das heißt, die dunkle Seite der Freiheit behauptet, dass wir nicht Deutsch sprechen. Ja, die behauptet, immer wenn sie einen Satz äußert, der eigentlich wahr ist, zum Beispiel, die haben sich geheiratet, weil sie sich da und da kennengelernt haben und so weiter, einen ganz normalen alltäglichen Satz, sagt die dunkle Seite der Freiheit, du bist naiv, der Satz ist falsch. Das heißt, für die gute Seite spricht, dass sie erklären kann, warum unsere Sätze wahr sind. Ja, die andere Seite kann das nicht erklären, sondern macht ihre Sätze falsch. Deswegen spricht der Nietzsche ja auch von Lüge. Nietzsche hat einen berühmten Text geschrieben, früh, und da geht es schon darum, den nennt er über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Und Nietzsche behauptet, dass die meisten Sätze, die sie alltäglich äußern, die absolute Mehrheit ihrer Sätze, Lüge ist. Sie lügen die ganze Zeit. Aber sie merken das nicht, deswegen nennt er das im außermoralischen Sinne. Sie können nichts dafür, weil das nur die Benutzeroberfläche des Raubtiers ist. Ich finde das ein amüsantes Weltbild. Ja? Also wenn man so morgens aufsteht und sagt, ich bin ein Raubtier, dann kann man sich vielleicht damit anfreunden. Aber das Interessante ist, es spricht so gut wie nichts dafür. Deswegen kommt dann immer, wenn man eigentlich merkt, es spricht nichts dafür, kommen leere Versprechen. Zum Beispiel die leeren Versprechen der Neurowissenschaften. Wir wissen jetzt eigentlich noch nicht sehr viel. Wir wissen dies und das. Ist auch schon interessant. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, zum Beispiel Neurowissenschaften können die nicht erklären, warum der Börsenwert in China runtergeht. Ja, erklären Sie das mal Neurowissenschaften. Was wird das überhaupt heißen?
Ja, so. Wie viele Gehirne müssten Sie denn untersuchen? 1,5 Milliarden chinesische Gehirne. Machen Sie das mal. Bei einem Gehirn ist ja schon Schluss wegen 10 Milliarden Neuronen. Jetzt rechnen Sie mal die Anzahl der Neuronen aus, deren Muster Sie untersuchen müssten, um die chinesische Wirtschaft zu verstehen. Das führt zu nichts. Ja? Die können wir besser verstehen als so. Also Sie sehen kurzum, das Argument, das ich habe, auch in dem Buch und suggeriere, ist, wenn Sie die gute Deutung haben, die also nicht alles unter Verdacht stellt, ist es viel leichter für Sie zu verstehen, was überhaupt vor sich geht. Die anderen können das gar nicht verstehen. Die sind entfremdet die ganze Zeit. Die gute Deutung ist eine Deutung von menschlichem Handeln und damit auch eine Deutung seiner selbst, ist ein Selbstbild, wie Sie das in Ihrem Buch nennen. Und das führt zu der Frage, wie Sie das zugrunde liegende gesamthafte Modell, wenn wir von der Freiheit einen Schritt weitergehen zum Selbst- und Weltbild, das Sie Neo-Existenzialismus nennen, in Verbindung mit der Freiheit sehen und insgesamt verstehen. Bei Existenzialismus denkt man ja an Sartre und auch an Camus, obwohl letzterer gar kein Existenzialist gewesen ist nach eigenem Verständnis. Was ist das Neue an dieser Weise, existenzialistisch zu denken? Welche Entwurfsmöglichkeiten rechnet der Neo-Existenzialismus nach Ihrem Verständnis dem Menschen zu, der diese vielleicht nach traditionellem hergebrachtem existenzialistischem Verständnis noch nicht hatte? Sprich, was ist der Zugewinn, auch im Lichte der Überlegungen, die wir jetzt schon angestellt haben und die Sie mit uns geteilt haben, einer solchen neo-existenzialistischen Position? Also Sartre versteht, also die Grundidee, so wie ich das auffasse, des Existenzialismus sieht so aus. Sie kommen nicht umhin, frei zu sein. Sartre sagt, Sie sind gezwungen, frei zu sein. Das ist die berühmte paradoxe Formulierung. Ja, wir sind zur Freiheit gezwungen. Was er damit meint, ist, dass Sie nicht anders können, als ein Selbstbild zu entwerfen. Egal, was Sie tun, Sie brauchen immer ein Selbstbild. Das nennt er auch einfach deswegen einen Entwurf, Projet auf Französisch. Das heißt, Sie machen sich ein Bild davon, was Sie morgen tun wollen, ja? Obwohl Sie noch nicht da sind. Sie können gar nicht anders, sagt Sartre. Und in diesem Raum besteht Ihre Freiheit. Denn es könnte zum Beispiel auch sein, dass Sie morgen etwas anderes tun, sich widersprechen, dass Sie sich ändern und so weiter. Das heißt, dieses Bildhafte, ja, dieser Entwurf wirklich, Bildung sagt man ja auch dann auf Deutsch, dass dieses ganze System, sagt Sartre, das ist Freiheit. So. Nun glaubt aber Sartre, obwohl er auch gegen die dunkle Seite der Freiheit argumentiert, insbesondere gegen Freuds Psychoanalyse als Handlungsmodell, sehr interessante Argumente entwickelt hat, nun glaubt aber Sartre trotzdem, dass die meisten von uns nicht frei sein wollen. Das heißt, Sartre behauptet einfach, dass eigentlich die absolute Mehrheit der Menschen versucht, sich selber zu versklaven. Warum behauptet er das? Damit er auftreten kann, das ist also Sartres Selbstentwurf, als der Retter. Ja, Sartre, der politisch Engagierte, der klärt jetzt hier mal endlich auf und so. Und dann gab es ja diese ganzen im Nachhinein etwas peinlich aussehenden Projekte tatsächlich von Sartre, der dann halt zu den Arbeitern gegangen ist, weil er dachte, er muss den Marxismus mit dem Existenzialismus kurzschließen, ist dann in Fabriken gegangen und hat dann versucht, irgendwie Vorträge über Freiheit zu halten. Und die Leute, die sich das überhaupt angehört haben, waren teilweise, wurden dann gezwungen, sich 10 Minuten Sartre anzuhören und letztlich dann wieder dafür bestraft, weil sie länger arbeiten mussten. Die standen also ganz ungeduldig da und sagten, hört endlich der arrogante Typ aus Paris auf, uns den Quatsch da zu erzählen. Ich will nicht mein Selbstbild ändern, sondern weniger arbeiten müssen und mehr verdienen. Und der Sartre sagt, wir müssen erstmal an unseren Selbstbildern arbeiten und viele seiner Aktionen. Und ich glaube, das Problem ist, dass Sartre eben selber im Kontext, in dem er stand, noch zu sehr fasziniert war davon, von seiner eigenen Entdeckung sozusagen und den Menschen dann doch zu wenig zugetraut hat. Also eigentlich dachte, wenn man den Menschen die Wahl gibt zwischen Freiheit oder Unfreiheit, nehmen sie eigentlich immer die Unfreiheit, dachte Sartre. So. Und deswegen klingt das alles so auch nach Aufbruch und das macht es ja auch sympathisch, diese Texte von ihm. Der Neo-Existenzialismus sagt dagegen, dass die meisten von uns eigentlich tatsächlich davon ausgehen, dass sie frei sind und das auch wollen. Also dass wir nicht tendenziell eigentlich unsere Freiheit so schnell es geht aufgeben wollen. Das scheint mir einfach nicht zu stimmen. Also so labil sind die Verhältnisse dann doch nicht, dass jeder von uns eigentlich sagt, wenn ich doch bloß alle meine Freiheit aufgeben könnte. Das ist aber bei Sartre ein bisschen in das Modell eingebaut. Ja. Da möchte ich kurz mal reinfragen, Gabriel, wie sieht eigentlich Ihr philosophisches Forschungsprogramm aus, das Sie zu so einer These leitet? Sie haben ja eigentlich als Philosoph gegenüber den Naturwissenschaften ziemlich schlechte Karten, was die Ausstattung angeht. Also die gehen ins Labor, die werden mit Milliarden gefördert, die Gehirnforschung, die Neurobiologie,
ist eine der einflussreichsten Wissenschaften geworden in den Bildungswissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften, überall gibt es Neuroscience. Und jetzt kommen Sie daher und sagen, das stimmt alles nicht. Was ist Ihr Forschungsprogramm? Wie kommen Sie zu der These? Wie können Sie die begründen, dass die Menschen eigentlich Freiheit eher wollen und nicht, wie Sartre es gesehen hat? Ja, die Philosophie funktioniert ja so, dass wir ganz wichtige Begriffe, die wir alle dauernd verwenden, die uns auch politisch und ethisch wichtig sind, Freiheit, Gleichheit und so weiter, Brüderlichkeit irgendwie nicht, gibt ja auch Schwestern, aber jedenfalls, wir haben allerlei solche grundlegenden Begriffe, Demokratie, Gesellschaft, ja, Ich, Selbstbestimmung, Autonomie, Zwang, Kampf, Krieg, allerlei Worte haben wir, ja, Fremder, Nichtfremder, Bürger, wir haben alle diese Vokabeln und die hängen ja auf eine bestimmte Weise zusammen mit unserem Weltentwurf. Ja, Religion oder dagegen, Atheismus oder dafür, Gott, alle diese großen Worte. Und diese großen Worte werden von der Philosophie untersucht im Zusammenhang. Das heißt, man fragt sich, wenn ich das darüber sage, was sage ich denn dann darüber? Und wenn ich das jetzt aber darüber gesagt habe, was dann darüber? Die Philosophie skizziert den Zusammenhang dieser Begriffe und schließt dann einige Optionen aus. Also wenn ich das sage, kann ich das nicht sagen, fällt raus. Ja, ist eine Wissenschaft wie jede andere, funktioniert nur etwas anders. Das heißt, sie nehmen die begrifflichen Möglichkeiten und sagen, das geht eigentlich nicht, wenn ich das andere will, um auf diese Weise Widersprüche zu entfernen. Ja, sie wollen als Philosoph insbesondere zunächst einmal Widersprüche vermeiden. Deswegen haben Platon und Aristoteles, die zugleich auch die Begründer der Politik waren, das Wort Politik stammt von Platon und Aristoteles, als Nachdenken über die Polis, also über das Gemeinwesen, die also das, was Politik überhaupt ist, den Grundbegriff erfunden haben, die haben gleichzeitig auch gesagt, das oberste Prinzip der Philosophie ist der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch. Das heißt, wir sollen nicht beliebig widersprüchliche Meinungen haben, sondern rational das System unserer Überzeugungen strukturieren. Und wenn man dann als Philosoph häufig darauf schaut, insbesondere jetzt in diesem Fall auf die populäreren Äußerungen von Neurowissenschaftlern, also nicht das, was sie machen im Labor zu medizinischen Zwecken, unter anderem, sondern schaut, was sie darüber sagen. Zum Beispiel, wir haben etwas über das Denken oder das Bewusstsein oder den Geist erfahren und das Gehirn oder Freiheit oder Unfreiheit. Dann geht bei Philosophen die Alarmglocke hoch und man fragt sich, stopp, was behaupten die da eigentlich? Und dann sieht man relativ schnell, dass das vor dem Tribunal der Philosophie nicht 2 Minuten standhält. Ja, so. Und das Interessantere wäre, und das war die Rolle, die die Philosophie hatte bis ins 19. Jahrhundert und die dann versucht wurde, kurz zurückerobern, da verschwand das wieder, aber die sollte sie meines Erachtens haben im Konzert der Wissenschaften. Die Philosophie geht durch alle Wissenschaften hindurch und fragt sich, wie die Grundbegriffe funktionieren. Nicht, weil sie besser Bescheid weiß über irgendwas. Ich weiß nicht besser Bescheid über das Gehirn als ein Hirnforscher, offensichtlich nicht. Ja? Aber als Philosoph weiß ich besser, was woraus folgt. Ja? Philosophen sind Logiker. Ja? Logik kommt von Logos, Vernunft. Das heißt, in der Philosophie geht es um die Selbsterforschung der Vernunft. Kant nennt das Kritik der reinen Vernunft. Und das ist das Forschungsprogramm, was die Philosophie anbieten kann. Dann ziehen wir doch jetzt mal die Neuzeit und die Moderne und kommen zum zweiten Teil vor das Tribunal von Herrn Gabriel. Die Selbstbestimmung des Menschen, Herr Gabriel, die hat einen Feind, mehrere Feinde, aber ein Feind ist die Selbstbestimmung selbst. Es liegt natürlich die Gefahr in einem Weltbild, das wir als das neuzeitliche moderne Weltbild ansehen, dass wir uns unserer selbst und der Welt ermächtigen und damit, siehe zum Beispiel die Natur- und Klimaproblematik, eigentlich unsere eigenen Grundlagen zerstören. Sie nennen das in Ihrem Buch Verrohungen unserer Autonomie oder unserer freiheitlichen Wirkungskreise. Verrohung nach oben und nach unten. Diese Verrohung, wenn Sie die mal im Hinblick auf unser Moderne, unser neuzeitliches Lebensmodell beziehen, würden uns doch wieder dazu führen, dass wir vielleicht doch mit der Freiheit etwas vorsichtiger umgehen müssen. Wie machen wir das? Interessant an dem, was wir die Neuzeit oder die Moderne nennen, wo Freiheit und Autonomie und Selbstbestimmung eine so große Rolle spielen,
insbesondere seit der Französischen Revolution natürlich. Da steht das auch im Diskurs, im Zentrum. Aufklärung, Französische Revolution hängen ja auf vielfältige Weise zusammen. Was dort uns so auffällig geworden ist, glaube ich, ist das Folgende. Freiheit wird plötzlich zu einem Selbststeuerungsmechanismus. Das heißt, wir wollen, also Freiheit besteht nicht darin mehr, dass man etwas Bestimmtes tut, also geleitet ist durch irgendeine Norm, sondern die Norm, an der man sich orientiert, ist Freiheit selber. Wir wollen nicht das oder das, sondern Freiheit. Ja? Das wird also selbstreferenziell. Was in der Neuzeit und Moderne mit dem Freiheitsbegriff passiert, kann man relativ gut zeigen, ist eine Form von Selbstbezüglichkeit. Ja? Man will Freiheit. Die Freiheit will plötzlich sich selber. Also nicht nur dies und das will man, sondern Freiheit. Das heißt, dass etwas, das Wollen können von Verschiedenem, ja, das Öffnen und Ausweiten von Handlungsspielräumen, wird selber das, was man will. Man will nicht nur die Handlungsspielräume, sondern dass andere einem die Handlungsspielräume zum Beispiel geben und nicht beschneiden. Das ist eine andere Vorstellung als die vormoderne Vorstellung, die man zum Beispiel bei Platon, Aristoteles teilweise findet, in der politischen Philosophie als großes Beispiel jetzt, wo man dann zum Beispiel darauf setzt, dass die Gemeinschaft Verhaltensregeln zur Verfügung stellt. Ja? Man weiß doch, was man tun soll. Man soll das tun, was alle tun zum Beispiel. Ja? Jeder gehört an seinen Ort und das wird halt durch die Stadtgötter zum Beispiel klargemacht. Ja? Also hier hat man den Zeus, der sagt, dass man hier das und das macht. Da macht man das und das. So ähnlich wie eine bestimmte Vorstellung von der italienischen Küche. Ja? Parmaschinken gibt es in Parma. Die beste Pasta gibt es da und da. Und dann streitet man sich freilich. Die besten Fischgerichte vielleicht in Sizilien. Und das ist so aufgeteilt über Regionen. Ja? So, diese Idee einer Regionalisierung von Dingen, die verfügbar sind. Die Moderne sagt dagegen, ich will das alles. Ja, so. Im Unterschied zur griechisch-römischen Sittlichkeit. Hegel nennt das Substanz, die antike Vorstellung von Freiheit. Da ist was und das will ich. Ich will nicht die Freiheit, sondern das, was ja eh schon da ist. Da ist ja schon. So, das ist die Vorstellung. Auf einmal verschwindet die Substanz, sagt Hegel, in der Moderne und dann kommt, was Hegel nennt, das Objekt. Aus der Substanz wird das Objekt. Was ist das Objekt? Genau das. Da ermächtigen wir uns plötzlich selber. Da ist irgendwas Fremdes weggefallen. Gott sagt mir zum Beispiel nicht mehr einfach, was ich tun will. Selbst wenn ich an Gott glaube, würde oder so, sagt er mir nicht einfach, was ich tun soll, so leicht. Ja, irgendwie, was soll ich mieten oder kaufen? Ja, so. Das heißt, dazu steht auch nichts, nicht mal in den Heiligen Texten. Also plötzlich sind da Freiräume da. Ja? Und das hat was mit einer reflexiven Steuerung zu tun. Die ist in der Tat gefährlich. Diese Entsubstantialisierung von Freiheit, die Moderne mit sich bringt und die wir zum Teil genießen, zum Teil vielleicht auch erleiden, mangels klarer Orientierungshilfen, wird natürlich vor allem dann zur Gefahr, wenn im neoexistenzialistischen Konzept gesprochen, Individuen kollidierende Selbstbilder entwerfen. Wenn ich also meine Entwurfskapazität in einer Weise ausagiere, dass das Bild, das ich von mir habe, das dann auch handlungsleitend werden soll, kollidiert mit dem Bild, nämlich dem Selbstbild, das ein anderes Individuum von sich entwirft, das ich mir vorstelle als eigentlich nach meinem Selbstbild eines, das ich einfügen sollte in mein eigenes, dann auch Freiheitskonzept. Sprich, ich möchte Dinge tun, die andere nicht tun möchten. Wie gehe ich damit um? Gibt der Neoexistenzialismus dazu irgendeine Handreichung oder irgendeine Richtung vor? Wäre es eine andere Disziplin, die extern ist zu dem Sprachspiel, in dem wir uns im Moment bewegen, aus dem man dazu eine Idee gewinnen kann? Wie verhält sich also die Entwurfsmöglichkeit, die ich habe, zur Entwurfsmöglichkeit eines anderen in einer entsubstantialisierten, nicht mehr irgendwie vorgeordneten Welt? Ich glaube, da darf man an diesem Ort sagen, das macht das Recht. Also ich glaube, der Rechtsstaat, den wir schätzen deswegen und sprechen dann von freiheitlich-demokratischer Grundordnung zum Beispiel, da kommt das Wort Freiheit auf einmal. Also die Vorstellung vom Rechtsstaat, die man an der Stelle einsetzen würde, sieht vor, dass der Rechtsstaat das tut. Das heißt, die Art und Weise, wie wir unser Recht dann gestalten, hat ja damit zu tun,
welche Art von Selbstbildern eine Struktur haben, die es erlaubt, dass andere überhaupt noch Selbstbilder haben. Warum mögen wir Fanatismus nicht in irgendeiner Spielart? Warum sagen wir, Fanatismus geht nicht mit Rechtsstaat? Ja? Die Antwort lautet, weil der Fanatiker davon ausgeht, dass es ein einziges wahres Selbstbild gibt, nämlich das, das der Fanatiker hat. So. Das ist aber nicht kompatibel damit, dass überhaupt jemand Selbstbilder hat. Wenn es nur ein Selbstbild gäbe, gäbe es keines. Ja? Ein Selbstbild zu haben heißt, zu wissen, dass andere ein anderes haben können. Wenn sie nicht mehr wissen können, dass andere ein anderes Selbstbild haben können, können sie keins mehr haben. Das ist Fanatismus. Wenn sie nicht merken, dass sie ein Selbstbild haben, sie denken, sie sind etwas. Ja, sie verstehen nicht, dass sie etwas getan haben. Sie haben das Gefühl, dass sie jetzt etwas sind. Sie haben plötzlich wieder Substanz. Ja, auf einmal haben sie harte Substanz. So, und die ist abgeschottet. Und das ist mit dem Rechtsstaat in der Tat inkompatibel, weil der eben so. Jetzt sehen Sie, wie man aus dieser Idee schon eine ableiten kann, warum der Rechtsstaat mit dem Fanatismus inkompatibel ist. Nicht, weil der Rechtsstaat so gemein ist zum Fanatiker. Der böse Rechtsstaat mag den Fanatiker nicht. Oder weil der Rechtsstaat die Fanatiker bestraft und so ein Gewaltmonopol hat von Polizei. Sondern, weil der Rechtsstaat die Vorstellung, die richtige Vorstellung, würde ich sagen, davon, wer wir sind, hat. So. Und deswegen ist dann in der Tat, als die philosophische Begriffsbildung kann nur sagen, jetzt schauen wir also nochmal hin, kann also die Grundbegrifflichkeiten liefern und alles andere wird dann an den Fällen diskutiert. Das Recht braucht ja immer Fälle. Ja? Deswegen reden wir hier schon vom Fall, der muss vor Gericht verhandelt werden und dann kommt es zu einem Urteil, einem philosophischen Grundbegriff. Kant sagt, menschliches Denken ist Urteilen, sagt Kant. Was heißt das eigentlich? Heißt ganz genau das. Sie brauchen Fälle. Und nur an den Fällen können wir dann lernen, welche Selbstbilder möglich sind oder nicht. Also ich kann mich nicht hinsetzen, mir irgendwie ein Selbstbild ausdenken und dann sagen, das geht oder das geht nicht. Das könnte man als Philosoph nicht. Was man kann, ist aber, wenn man konkrete Selbstbilder hat, die auftreten historisch, ja, kann man sich fragen, was an diesen Selbstbildern stimmt und was nicht und wo die hinführen. Hegel sagt deswegen die Philosophie, in seiner Rechtsphilosophie sagt er deswegen, die Philosophie ist die Eule der Minerva. Ja, die fliegt erst los, wenn Abend ist. Also wenn etwas geschehen ist, kann man erst begreifen als Philosoph. Wir können nichts vorhersagen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Die Philosophie kommt sozusagen immer schon etwas zu spät, mhm. Ist die Pointe dort bei Hegel in der Tat. Gibt es über das, was Sie gesagt haben, hinaus, also über diesen prozeduralen Abgleich, der dann rechtsförmig naturgemäß geschieht im Rechtsstaat, nicht doch noch etwas mehr? Gibt es nicht doch noch irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeinen Leitgedanken? Oder gibt es wirklich nur die Vermittlung von Selbstbildern in einem sozusagen entmaterialisierten Verfahren? Ich glaube, das ist eine existenzialistische Frage, ja, wie Sie merken. Ja, genau, ja, ja. Ich glaube, dass es das tatsächlich nicht gibt. Mhm. Ich halte das für eine Illusion. Und diese Illusion ist teilweise auch gefährlich. Also zum Beispiel, wenn man so einen Diskurs führt, das ist ja heute, kommen solche Themen ja sofort auf. Wenn man den Diskurs führt, irgendwie, ja, wie bedroht ist der Rechtsstaat? So, wir wissen ja, der Rechtsstaat war irgendwann nicht da, insbesondere leider in Deutschland, ist der Rechtsstaat ja in der Form, wie wir ihn kennen, entstanden als Reaktion auf seine Abwesenheit. Ja, so. Das heißt, der Rechtsstaat und unsere Einstellung zu ihm, wir denken, das ist etwas, was auch nicht da sein könnte, ist kontingent. Ein typisch moderner Gedanke, Kontingenz heißt, etwas könnte auch nicht sein. So. Das hat was wieder mit Freiheit zu tun, könnte auch nicht da sein. Also fragen wir immer, wodurch könnte er bedroht sein? Und eine Lösung, ihn sicherzustellen, und das halte ich eben für eine gefährliche und problematische, ist doch nach einer Substanz Ausschau zu halten. Ja? Sie können nur dann ein guter Mitspieler im Rechtsstaatsspiel sein, wenn Sie bestimmte Werte teilen. Jetzt geht's los. Ja, was denn für Werte? Ja? Dass man auf der Kirmes Bratwurst bestellt oder dass der Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt heißt oder und so weiter. Ja, so. In dem Augenblick, wo Sie jetzt plötzlich anfangen, irgend so etwas an der Stelle einzusetzen, ja, unterminieren Sie meines Erachtens, ohne es vielleicht zu merken, den Rechtsstaat, weil der ein formales Verfahren ist. Aber das heißt nicht, dass es keine Werte gibt. Aber die Werte, die es gibt, sind zum Beispiel die, es sollte einen Rechtsstaat geben, da haben wir einen Wert. Aber wir brauchen, oder du sollst nicht töten, oder Nötigung ist schlecht. Wir haben ja lauter Werte. Aber diese Werte sind entstanden durch Verfahren der Beurteilung menschlicher Handlungen. Die kommen nicht einfach so, dass irgendwer die aufrufen kann, irgendwelche lokalen Gruppen aus den Bürgern. In dem Augenblick, wo wir denken, dass einige der Bürger, ja, die Untertanen sind des Rechtsstaates, vorgeben, was die Werte sind oder vorgeben wollen oder sollten und so weiter, ist ja der Rechtsstaat gefährdet.
Der Rechtsstaat ist deswegen teilweise gefährdet durch eine falsche Auffassung davon, dass er doch eine Substanz bräuchte. Dann vertraut man ihm nämlich nicht. Man hat das Gefühl, ah Mensch, ob die Kiste von selber läuft, wir müssen doch irgendwas darunter stellen. Ja, und ich glaube, das braucht und kann man, braucht man nicht und sollte man auch nicht tun. Also da würde ich dagegen argumentieren. Wir sind im dritten Teil angekommen bei den gesellschaftlichen politischen Rahmenbedingungen und ich höre bei Ihnen eigentlich raus, dass Sie sagen, unser demokratischer, freier, demokratischer, freiheitlicher, demokratischer Rechtsstaat basiert nicht auf zugrunde liegenden Werten einer sittlichen Gemeinschaft, ja, sondern eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, auf dem zu zwingenden Zusammenhang von Geist und Freiheit. Mhm. Ja, genau. Das ist auch die Idee, mit der ich am Ende des Buches, wie Sie es eben mal schon nicht ganz unironisch, aber auch zutreffend gesagt haben, staatsmännisch so ein bisschen schließe. Ich glaube, man kann das verschieden interpretieren. Juristen wissen da sicher auch im juristischen Diskurs besser Bescheid. Da bin ich jetzt nur Philosoph. Darf das aber als Bürger insbesondere in dem Fall sein? Wenn nur die Juristen wissen, was die Verfassung bedeuten, wäre es ja schlecht. Dann könnten die Staatsbürger nicht mehr wissen, was sie bedeutet ohne weiteres. Da steht bekanntlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was heißt das? In dem Buch schlage ich vor, eine Art und Weise, das zu hören, ist das Folgende. Es geht ja auch dann um Unversehrtheit und sowas. Man kann sie nicht anfassen. Unantastbar heißt nicht bloß, muss da bleiben. Das ist natürlich die offensichtliche Lesart des Wortes, ist unantastbar. Das heißt, daran kann man nicht rütteln, daran darf man nicht zweifeln. Wie wenn der Satz bedeutet, ist eine andere Lesart, einfach nur auf der grammatischen Ebene schon. Die Würde ist nichts, was man anfassen kann, sondern etwas Geistiges. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar, könnte doch bedeuten, und das ist eigentlich Kants Begriff der Menschenwürde, dass wir verstehen, dass die anderen geistige Lebewesen sind, kurzum, dass sie sich Selbstbilder machen und deswegen im Raum der Freiheit sich bewegen. Darin besteht die Würde, die sie nur dann selber haben, sagt Kant, wenn sie sie anderen geben. Menschenwürde haben sie nicht, wiederum so, wie sie Fingernägel haben, einfach so, sondern Menschenwürde haben sie, sofern sie Teil sind einer solchen, jetzt darf ich sozusagen Axel Honneth antizipieren, einer Anerkennungsgemeinschaft. Ja, das heißt, die Anerkennungsgemeinschaft gibt ihnen aber auch schon Würde, das ist jetzt also kein Argument gegen zum Beispiel die Menschenwürde von Kindern oder geistig Behinderten oder komatösen Patienten, sondern die Anerkennungsgemeinschaft kann die Menschenwürde auch auf solche übertragen, die nicht bewusst natürlich und in voller Kontrolle Selbstbilder entwerfen. Das ist ja Teil dessen, deswegen reden wir ja da weiter und lernen etwas zum Beispiel darüber. Und an der Stelle sind dann auch Disziplinen in der Tat, wie zum Beispiel die Medizin, wichtig. Wenn Sie erfahren etwa, dass Pubertät eine Hormonumstellung ist, dann werden Sie Pubertierende anders behandeln, als wenn Sie sie für Rebellen halten. Du böser Rebell ist eine ganz andere Einstellung, als wenn Sie verstehen, was dort auch mit dem Körper einer Person geschieht. Das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil wir geistige Lebewesen sind. Aber geistige Lebewesen sind eben auch Lebewesen mit einem Körper, zu dem sie sich verhalten. Wenn ich in den juristischen Bereich, da wir ja hier in einer Law School uns befinden, noch ein bisschen weiter hinein fragen darf, so stellt das Grundgesetz ja eine Anzahl von Grundfreiheiten, da haben wir wieder den Ausdruck, zur Verfügung, die auch als unverfügbar definiert werden, explizit vom Grundgesetz, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, wie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit, wie zum Beispiel die Berufsfreiheit etc. Auch wenn sich das natürlich jetzt schon weit entfernt von unserem Gesprächsansatzpunkt, also der Frage, wie wir Freiheit beschreiben können und uns als frei verstehen können, auch vor dem Hintergrund der diversen Anforderungen, die die Moderne an den Begriff und unser Selbstverständnis stellt, würde ich doch gerne noch fragen, ob sich irgendwelche konkreten Ableitungen vielleicht für einen bestimmten Ausübungsfall oder einen bestimmten Zusammenhang, in dem solche Grundfreiheiten zum Tragen kommen, aus spezifisch Ihrem Modell ergeben. Jetzt nicht im Sinne einer persönlichen Meinung, die Sie etwa hätten, sondern basiert auf dem Modell, auf dem Konzept, auf Ihrem Verständnis, also philosophisch basierten Verständnis von Freiheit. Lassen sich da irgendwelche Auslegungsideen oder irgendwelche Richtungen
ableiten im Sinne einer eher weiten Auslegung von Grundfreiheiten, also einer eher liberalen Deutung dieses gesamten Grundrechtskatalogs oder gegenläufig einer vielleicht eher etatistisch defensiven, zurückhaltenden, das Gefährdungspotenzial in den Vordergrund rückenden Lesart. Mögen Sie in diese Richtung noch ein wenig ausführen? Ja. Also mir scheint, das liegt wahrscheinlich dann schon nahe, dass das, was ich gesagt habe, eher für das spricht, was Sie gesagt haben, die liberale Lesart. Ja? Das hat ja wiederum zu tun auch mit der Entscheidung zwischen einer guten und einer, zwischen einer freundlichen und einer fiesen Interpretation menschlichen Verhaltens. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine Diskussion mal auf einem Podium, ein interessantes Podium, mit Peter Maffay und Armin Laschet und habe dann schnell versucht, Peter Maffay auf meine Seite zu ziehen, um die Sympathien des Publikums zu kriegen. Aber auch in der Sache sah das so aus, dass ich dann tatsächlich zu argumentieren hatte gegen eine Position, die so aussah. Laschet vertrat die Auffassung, dass die Funktion des Staates die ist, die Bürger ja, daran zu hindern, ihre sonst drohende Aggressivität auszutoben. Ja? Das ist die Auffassung von Thomas Hobbes. Eigentlich sind wir alle giftig zueinander und der Staat muss uns helfen, indem er uns Werte aufpfropft und mit der Polizei droht und so. Da muss also, sagt jemand, hier mal aufpassen. So. Der große Andere nennen das die Psychoanalytiker. Der Staat sagt, ihr braucht einen großen Anderen, sonst seid ihr alle schlimm. Das scheint mir, so kann man das interpretieren. Das scheint mir aber nicht die richtige Interpretation zu sein. Mir scheint die richtige philosophisch begründete Interpretation die zu sein. Wenn ich nur dann ja, den Rechtsstaat wertschätzen kann, wenn jemand mir ihn aufnötigt, weil er mir droht sonst, dann schätze ich ihn nicht wert. Ja, dann ist er mein Gegner. Dann ist der Rechtsstaat ist etwas, was mich dauernd bedroht. Dann besteht der Rechtsstaat aus Polizisten, die an jeder Ecke lauern und mich daran hindern, das zu tun, was ich eigentlich will. Klauen und sowas. Ja, das ist die Auffassung von Hollywood-Apokalypse-Filmen. In dem Augenblick, wo man weiß, noch 3 Tage gibt es uns oder die Außerirdischen greifen an, fallen alle über die Supermärkte her, in jedem apokalyptischen Film. Ja, diese Hollywood-Filme dienen ja der Rechtfertigung eines Respekts gegenüber dem Staat, der deswegen auch viel militaristischerer auftritt als bei uns, weil das Hobbesche Modell sehr stark ist. Thomas Hobbes hat ja übrigens sein Staatsmodell im Leviathan entwickelt, angesichts der Kolonisierung der USA, denn sein Beispiel für den Naturzustand, der Mensch ist des Menschen Wolf, sind die Indianer, wie er sie nennt. Also das heißt, der Naturzustand ist für ihn genau, was dort geschieht. Und er schreibt das Buch ja unter anderem, das wird gerne übersehen, für Kolonialisten und Sklavenhalter, ja, ist der Leviathan auch geschrieben. Also als Rechtfertigung dafür, dass man eine Ordnung jemandem aufpfropfen muss, unter Androhung von Gewalt. Aber wir Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind nicht so, dass man die uns aufgezwungen hat. Das kommt einem vielleicht manchmal so vor, wenn man in die Erziehungsapparate reinkommt. Ja, so, wieso muss ich jetzt hier mich an die Spielregeln halten? Das kennt ja jedes Kind. Genau, jetzt darf ich plötzlich nicht ein Butterbrot essen im Matheunterricht. Warum eigentlich? Ja, so, da kommt ja, meldet sich ja der Staat mit seiner Ordnung. Das darfst du jetzt einfach nicht. Ja, aber nicht unter Androhung von Gewalt. Das wäre die völlig falsche Auffassung meines Erachtens von Erziehung. Sondern unter Hinweis darauf, dass andere da sind. Da sitzt doch einer neben mir. So erziehen wir auch. Ja, in diesen Kontexten, bedenke doch das Folgende, wenn du laut schmatzt, kann der nebenan dem Unterricht nicht mehr folgen. Und in dem Augenblick, wo man das versteht, versteht man, was der Grund wäre, nicht laut zu schmatzen. Man kann immer noch laut schmatzen und dann kommt die Bedrohung des Rechtsstaats. Das Gewaltmonopol wird nicht ausgeübt gegenüber denen, die als frei angesprochen werden, sondern gegenüber denen, die ihre Freiheit missbrauchen. Deswegen, daraus scheint mir aus dieser Argumentation in der Tat zu folgen, dass die etatistische Auffassung im Grunde genommen schon die dunkle Seite der Freiheit überbetont und nicht an die Freiheit sich richtet. Deswegen heißt dann vielleicht die, wie Sie es genannt haben, liberale Auffassung nicht zufällig liberal, sodass das Wort Freiheit dort auch verankert ist. Und ich glaube, das ist die Auffassung von Rechtsstaat, die man braucht. Das ist jedenfalls die, die man hat, wenn man dem Rechtsstaat vertraut. Dennoch kann man ja sagen, dass eigentlich jede Regel und jedes Gesetz, jede Rechtsprechung potenziell mit einem Freiheitsentzug einhergeht. Ja, da ist das Wort. Das heißt, wenn ich einer Regel entsprechen muss, verzichte ich auch immer auf Freiheit, oder? Ich glaube nicht, dass ich auf Freiheit verzichte. Ich verzichte auf auf Handlungen. Also wenn ich mich zum Beispiel an die Verkehrsordnung halte, verzichte ich auf die Handlung, bei Rot über die Ampel zu fahren. So, angenommen mal, Sie tun das jetzt aber, dauernd.
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, extrem hoch. Sie haben also etwas gewonnen, sie können etwas tun, aber sie verlieren. Das heißt, der Verzicht, der ihnen in dem Fall empfohlen wird, in diesem besonderen Fall, ist ein freundliches Angebot, ja, und nicht eine Zwangsmaßnahme. In der Tat droht zwar Freiheitsentzug, wenn sie bestimmte Handlungswege wählen, aber wenn sie sich fragen, warum der dort droht, warum wird mir denn Freiheitsentzug angedroht, wenn ich das und das tue, ja, werden sie entweder einsehen, dass es gute Gründe dafür gibt, oder wir haben ein Problem in unserer Rechtsprechung. Wenn Sie nachdenken, wenn ich das und das tue, kriege ich ein Freiheits. Angenommen mal zum Beispiel, ich würde sagen, was ich zum Beispiel heute getan habe, irgendwie die Naturwissenschaften sollten nicht die leitbildgebende Funktion haben für Gesellschaft oder für die Auffassung als geistiger Lebewesen. Angenommen mal jetzt, was ja auch stimmt, die gewisse Naturwissenschaftler hätten eine bestimmte Macht und würden jetzt dafür sorgen, dass für diese Aussage, jetzt reden wir schon über Meinungsfreiheit, Freiheitsentzug drohte. Und jetzt denke ich darüber nach, da werde ich sagen, es ist keine gute Welt, in der das so ist. Ja? Deswegen schätzen wir die Kritik. Warum schätzen wir die Kritik so sehr? Alle unsere Medien sind voll von Dauerkritik. Alle werden die ganze Zeit nur kritisiert. Ja? So. Alle kritisieren sich die ganze Zeit und alle werden die ganze Zeit kritisiert. Warum eigentlich? Sind wir so gemein zueinander und dauernd neidisch aufeinander oder giftig? Nein, wir zelebrieren damit auch die ganze Zeit den Umstand, dass es dafür keinen Freiheitsentzug gibt. Das heißt, und das Recht gleicht sich ja dem auch an. Wenn man so die Geschichte des Rechts sieht, der Bundesrepublik, sieht man ja, dass natürlich am Anfang der Rechtsstaat ganz viele Auslegungen hatte, aufgrund bestimmter Verstrickungen, noch mit dem Personal, ist ja alles bekannt, bestimmte Auslegungen hatte, von denen wir sagen würden, das war aber eigentlich nicht vernünftig. Und dann kommen die Korrekturmechanismen. Der Rechtsstaat ist ja auch eine dauernde Diskussion darüber, unter welchen Bedingungen wirklich Urteile gefällt werden müssen und so weiter. Ist ja einer der vielen Gründe dafür, warum wir die Todesstrafe nicht für angemessen halten. Die Kritik, die im Forum eines öffentlichen Meinungsaustauschs stattfindet und sich ja eigentlich auf Krisis im Sinne von beurteilen, prüfen, vielleicht milder noch einschätzen, zurückführt, meine Damen und Herren, wollen wir gerne jetzt in Ihre Richtung öffnen und Ihnen die Freiheit, über die wir ja sprechen, geben, Fragen an Herrn Gabriel zu richten. Wir haben dafür hilfreiche Damen und Herren im Raum, die ein Mikrofon Ihnen zur Verfügung stellen. Und an dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank, Herr Gabriel, dass Sie unseren Fragen sich ausgesetzt haben. Nun bitte ich Sie, meine Damen und Herren, würde mich freuen, genau wie Herr Gabriel und Herr Murmann auch, wenn Sie Fragen hätten, die Sie Herrn Gabriel gerne stellen möchten. Da sehe ich eine Handmeldung, bitteschön. Mikro kommt. Nee, lieber mit Mikro dann. Genau, für alle, dann hören alle meist besser, ja. Mein Name ist Bremer. Sie hatten anfangs gesagt, die Theologie, nämlich Gott hat vorbestimmt mein Leben, das kann ich nicht ganz unter einen Hut bringen, denn ich kann mich selbst entscheiden, die Freiheit eines Christenmenschen. Dann wäre auch im Grunde bei all der Freiheit die Erziehung absoluter Nonsens, dann muss ich meine Kinder, so wie sie geboren werden, sich entwickeln lassen. Und dann hätten wir das Chaos. Die Debatte, auf die ich angespielt hatte, zwischen die drei Hauptbeteiligten sind in dem Fall Augustinus, der im Hintergrund steht, und dann natürlich Erasmus von Rotterdam, auf den Augustinus mit dem Text, auf den ich mich jetzt nur bezogen habe und nicht die Freiheit eines Christenmenschen antwortet. Und dort sagt Luther ausdrücklich, müsste das noch diskutieren, ob da noch ein paar Subtilitäten im Ton sind, das möchte ich nicht bestreiten, aber dort sagt Luther ausdrücklich, dass alles nach Notwendigkeit der Entscheidung Gottes geschieht. Ja, das ist die, eine fatalistische Dimension dort. Nun stellt sich Luther natürlich dann in anderen Texten genau diese Frage und dann gibt es dann Diskussionen über Prädestination, wie ist das aufzufassen. Also den Fatalismus kann man ja noch verschieden deuten. Also wenn Sie wirklich Fatalist sind, ja, folgt daraus ja keine Handlungsanweisung. Also angenommen, es wäre wirklich alles vorhergesehen und würde nach dem Plan Gottes geschehen. Ich behaupte jetzt nicht, dass das die beste Luther-Auslegung ist, sondern mach das mal als Gedankenexperiment. Ja? Angenommen, das liefe so. Dann folgt daraus ja nicht, dass Sie jetzt einen Grund haben, etwas anders zu tun, zum Beispiel Ihre Kinder nicht mehr zu erziehen. Denn daraus folgt ja nur, das geschieht, was ohnehin geschieht. Wenn Sie jetzt, nachdem Sie über die Wahrheit des Fatalismus informiert wurden, niemanden mehr erziehen, war das genauso vorherbestimmt wie der Umstand, dass andere weitererziehen. Das heißt, aus dem Fatalismus folgt ja gerade keine Handlungsanweisung.
Deswegen ist das ist die Lösung, die Fatalisten in der Regel für dieses Problem anführen. Das ist ein spannendes und kniffliges Problem ist, aber die Lösung, die Fatalisten normalerweise anführen, sieht so aus. Der Fatalismus, also ich glaube nicht, dass Luther Fatalist ist, aber der Fatalismus ist theologisch verbreitet im Hinduismus. Da gibt es tatsächlich eine starke fatalistische Strömung, die sagt, es geschieht, was geschieht. Und dann muss man ohnehin das tun. Ja? In der Bhagavad Gita ist das ja so, da gibt es einen Krieg, großen Krieg, zwei Parteien kämpfen gegeneinander und der Gott Krishna tritt auf und sagt Arjuna, einem der Helden, du musst jetzt in den Krieg ziehen, du musst kämpfen, auch wenn du deine Freunde und Familie dort töten wirst, empfiehlt also den Krieg, also zum Thema hinduistische Friedensreligion, das im Zentrum steht erstmal ein Krieg. So. Und da muss auch gekämpft werden. Und da wird dann auch über Fatalismus hin und her argumentiert und da ist es dann die Lösung, es geschieht eh, was geschieht. Insofern folgt eben aus dem Fatalismus nicht. So könnte man sich rausreden. Das wäre eine Lösung, die manche Theologen angeboten haben in den Debatten über Luther. Ja? Aber es ist in der Tat so, dass eine spannende theologische Frage ist, wie diese beiden Texte zusammenhängen. Weil Luthers Buch über den unfreien Willen, so heißt das Deservo Arbitrio, scheint in Spannung zu stehen zur Freiheit eines Christenmenschen. Und aber die späteren Lösungen, nicht? Also die großen Namen, wir haben Schelling und Hegel, die für mich eine Rolle spielen, waren ja ausgebildete protestantische Theologen, das darf man nicht vergessen. Und die sagen Freiheit, 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 Freiheit auf jeder Seite. So. Das heißt, die betonen das. Ja? Wie gesagt, es wäre eine komplexe theologische Debatte. Ich wollte nicht behaupten, dass Luther Fatalist ist, aber habe das nur angeführt, dass die Debatte über Freiheit und Unfreiheit des Willens aus der Theologie herkommt und dort ganz viele subtile Rätsel aufwirft. Die Lösung, die im Mittelalter schon erwogen wird, die ich für einfach und ganz richtig halte, die habe ich gar nicht erwähnt, die findet man bei vielen mittelalterlichen Theologen dran, sieht ganz einfach so aus. Gott weiß ja zwar alles vorher, aber er tut es ja nicht. Nur weil Gott weiß, dass ich jetzt meine linke Hand hebe, hat ja Gott sie nicht gehoben. Das heißt, die einfachste Lösung ist zu sagen, nur weil Gott etwas vorher weiß, macht mich das nicht unfrei. Kann man auch so beweisen, ist eine Metapher, die dann schnell kommt. Ich weiß zum Beispiel, dass meine kleine Tochter dann und dann Hunger kriegt. Macht sie das unfrei, nur weil ich das vorher weiß? Nein. Ja? Das heißt nur, dass ich sie kenne. Wenn Gott uns kennt, also wenn ich jetzt theologisch argumentiere und Gott uns kennt, heißt das ja nicht, dass er durch uns handelt. Das wäre ja auch eine aberwitzige Vorstellung. Weitere Fragen, da sehe ich in der Mitte zwei. Ich hätte nochmal eine Frage zu der Kompatibilität Determinismus. Wenn ich heute Abend nach Hause gehe und ich entscheide mich, ob ich Die Hard oder Casablanca in den DVD-Player schiebe, dann ist die interessante Frage ja immer noch, ist es vorherbestimmt, weiß Gott es oder weiß Gott es selbst nicht oder splittet sich das Universum? Ja, ja. Kann ja auch sein. Ja. Ja, das ist unabhängig davon, ob ich glaube, es ist frei, egal wie es passiert. Ja. Aber die interessante Frage bleibt immer noch bestehen, oder? Ja, auf jeden Fall, genau. Die Frage, ob der Determinismus wahr ist, ist unabhängig von der Frage, ob der Determinismus vereinbar ist mit der Freiheit. Deswegen ist die Frage, ob der Determinismus wahr ist, immer noch interessant. Auch deswegen. Ganz einfache Argumentationskette. Angenommen mal, der Determinismus wäre falsch, aus irgendwelchen physikalischen Gründen zum Beispiel. Splitting Universums, man muss die Zeit sehen. Angenommen, es wäre so. Ja? Viele Physiker und Philosophen, die sich mit der beschäftigen, vertreten heute den Everettianismus nach Everett und dann haben sie eben genau Branching Universes. Dann machen sie im einen Universum, gucken sie Capablanca, im anderen Die Hard. Das gibt sie also oft. Ja? So. Das könnte stimmen. Angenommen mal, behaupte ich jetzt mal so, dann wäre vielleicht der Determinismus falsch. Nein, also der Indeterminismus war. Wenn jetzt aber der Indeterminismus mit Freiheit unvereinbar ist, dann wären wir deswegen unfrei. Deswegen muss man tatsächlich zwei Fragen beantworten. Ist der Determinismus mit Freiheit unvereinbar oder vereinbar und ist der Indeterminismus mit Freiheit vereinbar oder unvereinbar? Deswegen haben Sie völlig recht, dass die starke Frage, die man immer noch beantworten muss, ob man will oder nicht, die ist, ist der Determinismus wahr? Ja, ich halte aber tatsächlich auch ich halte die Frage aber auch ein bisschen für unbestimmt, halte aber das Folgende für wahr. Und das klingt jetzt wie Determinismus und ist nah genug dran. Und das halte ich auch für wahr. Den Satz vom zureichenden Grund, der geht einfach so. Immer wenn etwas geschieht, gibt es notwendige Bedingungen dafür, dass es geschieht. Und die notwendigen Bedingungen sind zusammengenommen hinreichend, sonst wäre das ja nicht geschehen. Ja, in dem Sinne geschieht nichts ohne zureichenden Grund. Ja,
Nur macht uns das in meiner kompatibilistischen Interpretation nicht unfrei, weil einige der Gründe dafür, dass etwas geschieht, selbstbestimmt sind. Zum Beispiel, dass ich Casablanca gucken wollte. Ja, so. Deswegen macht uns der Satz vom zureichenden Grund nicht unfrei. Das wäre meine Lösung. Also ich halte sozusagen eine Form des Determinismus auf jeden Fall für wahr. Aber im Argumentationskontext, den Sie sehr richtig aufgerufen haben, bedeutet das, dass ich A, glaube, dass der Determinismus kompatibel ist mit Freiheit, B, glaube, der Indeterminismus ist es nicht, C, mich für frei halte und deswegen gegen den Indeterminismus argumentiere. Das ist in der Tat der Aufbau. Bitte. Mein Name ist Nicola Mumme. Ich möchte ganz gerne nochmal auf Sartre zu sprechen kommen. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass der Mensch Angst habe vor der Freiheit. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen weiter fortführen wollen. Bei Sartre verbindet sich ja der Begriff der Freiheit ganz fundamental mit dem Begriff der Verantwortung. Ja. Der Mensch hat ja eigentlich Angst vor der Verantwortung. Und Sartre sagt ja, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt und damit eben auch zur absoluten Verantwortlichkeit. Ich würde gerne mal von Ihnen hören, wie Sie mit diesem Begriff der Verantwortung im Zusammenhang mit dem Begriff der Freiheit umgehen und auch eben nochmal bezogen auch auf das Verhältnis zwischen Individuum und Rechtsstaat. Vielleicht irgendwie nochmal den Schlenk machen. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Genau, bei Verantwortung habe ich jetzt tatsächlich nichts gesagt. Und ich würde sagen, dass wir jeder von uns eine Verantwortung hat gegenüber der Freiheit. Also nicht nur sind wir in allem, was wir tun, verantwortlich, weil in manchem gibt es da Einschränkungen. Also Sartre entwirft manchmal ein Bild von der Freiheit in Ketten. Ja? Also da hat er dann auch so Beispiele, wie man wird gerade gefoltert und egal wie schlimm es ist, man kann ja immer noch dies oder das tun. Da bin ich mir nicht sicher. Ja? So. Also ich würde nicht sagen, wenn jemand bei einer Folter etwas gesteht, was er nicht getan hat, also um da rauszukommen oder wenigstens zu sterben oder so, also um so eine Horrorsituation aufzumachen, werde ich nicht sagen, der war frei. Ja? Da würde ich sagen, in dem Fall übernimmt die Natur die Regie. Ja? Ich glaube nicht, dass wir in allen Situationen frei sind, in denen wir überhaupt bewusst sind und lebendig. Es gibt klarerweise auch durch naturgesteuerte Einschränkungen unserer Freiheit, wenn wir eine schreckliche Krankheit haben oder eine Hirnläsion und sich dadurch unser Charakter ändert. So, ja, und das ist nicht ganz klar, wie Sartre das erklärt, sage ich jetzt einfach mal, weil sein Bild dann doch die heroische Seite betont. Aber Verantwortung, glaube ich, wird dort wichtig, wo wir verstehen, dass wir verantwortlich, jeder von uns, verantwortlich dafür sind, dass Freiheit weiter besteht. Ja, das heißt, wir können den Raum der Selbstbilder, wir können den zerstören, wir können das auch zusammen tun. Wir können eine Bande von Fanatikern werden. Das geht. Ja, das heißt Freiheit. Das ist die sartrische Angst und der Abgrund und diese Metapher. Das wären dann wir. Kierkegaard, ein anderer berühmter Existenzialist, hat einmal gesagt, was ein Mensch getan hat, hat die Menschheit getan. Wenn einer etwas getan hat, wissen wir, jeder von uns könnte das tun. Dazu sind Menschen fähig. Ja? Und deswegen haben wir eine Verantwortung gegenüber der Freiheit, jeder und jede von uns. Deswegen kann man die an den der Rechtsstaat ist eben kein anderer. Der Rechtsstaat ist nicht jemand oder etwas, eine Struktur, die irgendwo ist in der Hände der Richter oder des Staates. Der Rechtsstaat sind wir. Ja, die Verfassung ist die Spielregel für das Schachspiel, das wir spielen. Ja, wenn man Schach spielt, kann man auch nicht sagen, da ist irgend so ein blödes Regelbuch, ich mache jetzt mal was und werfe die Figuren rum. Dann spiele ich ja nicht Schach. Ja, aber sobald ich Schach spiele, gibt es also Regeln, aber dann kann ich viele Partien spielen. Ja, so. Nur die Regeln stehen. Und die Regeln stehen so lange, wie wir Schach spielen. Das heißt, die Existenz des Rechtsstaates und damit einer bestimmten Auffassung von Freiheit ist in der Hand der freien Wesen. Ist nicht etwas anderes, das uns aufoktroyiert wird. Wenn es so wäre, wäre es etwas, wogegen wir aufbegehren müssten. Dafür haben wir aber dann erfreulicherweise gleich das Widerstandsrecht vom Rechtsstaat selber, woran man schon sieht, dass der wahrscheinlich nichts ist, wogegen wir deswegen aufbegehren müssen, weil das Aufbegehren uns schon als Möglichkeit angeboten wird. Das Biest ist ziemlich gut durchdacht, wird man sagen dürfen, philosophisch, mit einigen Lücken. Weitere Fragen von Ihnen? Wo befindet sich das Mikro? Guten Abend. Sie haben vorhin dazu gesprochen, mit der guten Seite und der dunklen Seite. Und ich hatte Sie so verstanden, die gute Seite gewissermaßen, da geht es darum, dass man frei sein kann, weil unsere Sprache einem gewissen natürlichen Selbstverständnis, das wir haben, am ersten entspricht. Die dunkle Seite, dass wir dann unfrei wären,
weil unser Alltagsverständnis der Lüge preisgegeben wird. Okay. Ja. Ich würde Sie bitten, dass Sie den Punkt vielleicht nochmal stark machen, das Argument nochmal stärken, weil, wie ich das sehe, es wird in unserer Sprache ausgedrückt und Sprache ist eine Denkstruktur, eine vorgegebene Denkstruktur, in der wir uns bewegen. Und dementsprechend drückt unsere Sprache Dinge aus oder drücken wir in unserer Alltagssprache Dinge aus, die wir erlernt haben oder möglicherweise auch Dinge, die wir uns wünschen. Aber es hat auch schon Russell gesagt, wir sollen die Welt nicht so besehen oder nicht so beschreiben, wie wir sie uns wünschen, sondern wie sie ist. Und deswegen würde ich gerne wissen, warum Sie behaupten, dass Sie die Dinge so beschreiben, wie sie sind, wenn Sie sagen, wir sind frei entsprechend der guten Seite und nicht, wie wir uns wünschen, dass sie wären und damit der dunklen Seite widersprechen. Ja, ja. Genau, also natürlich ist es ganz interessant, Sie haben völlig recht, es ist ja kein Zufall, dass die Theoretiker der dunklen Seite in der Regel Sprachkritiker sind, selbst wenn die so gut schreiben wie Nietzsche. Also Nietzsche schreibt nicht, also erstens einfach genialer Dichter, aber zweitens, besser als Musiker, aber okay, genialer Dichter ist er. Aber der schreibt so gut unter anderem, auch um zu beweisen, ja, dass sein Sprachverdacht nicht auf Sprachinkompetenz beruht. Ja, der feiert die Sprache die ganze Zeit, um dem Leser zu zeigen, ich kritisiere sie zwar, aber ich beherrsche sie. Ja, das ist deswegen, das ist auch genial komponiert, das Werk von ihm. Ja, der schreibt nicht zufällig so schön. Ja, und auch Schopenhauer ist ein brillanter Stilist auch Freud. Ja, ich lese das wahnsinnig gerne. Ja, ich freue mich immer, wenn ich Freud lesen darf. Also heute gönne ich mir mal 100 Seiten Freud oder wenigstens mal 3, aber irgendwas von ihm. Und ich kriege oft Schlimmeres zu lesen. Also kurzum, es ist kein Zufall, dass dort also Sprachkritik betrieben wird, weil die den Punkt gesehen haben. Ja, sie haben also schon das Problem gesehen. Und Russell, den Sie erwähnen, sagt in der Tat ja auch, man soll der Sprache nicht vertrauen. Der Russell ist ein Feind dessen, was dann in den 50er Jahren hieß Ordinary Language Philosophie. Auf der Seite stehe ich eher philosophisch. Also die sagen, die Alltagssprache ist in Ordnung. Ja? Das ist der Debatte zwischen Russell und Wittgenstein. Wittgenstein sagt, Sprache ist okay. Russell sagt, nein, wir brauchen Logik. Ja? Sprache ist Gefasel, wir müssen richtige Logik machen. So. Ist nicht klar, wer da gewinnt. Also deswegen meine ich, es gibt auch eine technische Seite. Da müsste man noch über das Verhältnis von Logik und Sätzen und so reden. Aber ich mache das Argument mal an einem einfachen Fall, so wie ich mir das vorstelle. Nehmen wir zum Beispiel mal den Satz, es regnet in Hamburg, ja, gerade. Jetzt sage ich, es regnet gerade in Hamburg. Dann ist der Satz genau dann wahr, wenn es gerade in Hamburg regnet. Ja, sonst falsch. So. Das versteht also jeder. Komisch wäre es, wenn ich sage, es regnet gerade in Hamburg und Sie fragen mich, was wäre, wenn der Satz falsch wäre? Dann würden Sie sagen, die Sonne scheint zum Beispiel gerade in Hamburg, es schneit in Hamburg. Sie geben mir allerlei Szenarien an. Der Satz wäre falsch, wenn es nicht so. Aber Sie sagen nicht das Folgende. Der Satz, es regnet gerade in Hamburg, ist falsch, wenn es in Wahrheit keinen Regen gibt, sondern lediglich elektromagnetische Wellen, die auf meine Fotorezeptoren treffen, durch mein Gehirn verarbeitet werden, sodass das Bild des Regens in mir entsteht. Das wäre ja gar kein Sinn, in dem der Satz falsch ist. Sie würden sagen, komisch. Ja? Der Satz ist doch wahr, wenn es regnet und falsch, wenn es zum Beispiel schneit. Das heißt, in dem Fall, die dunkle Seite würde sagen, der Satz, es regnet gerade in Hamburg, ist falsch aus ganz komischen Gründen. Zum Beispiel, in Wirklichkeit gibt es gar keinen Regen. Was ist denn bitte Regen? Ja? Die Physik lehrt uns, es gibt gar keinen Regen. Ja, so, es gibt nur H2O, das sich in der Raumzeit an der und der Stelle befindet. Das ist doch nicht Regen. Ja? Hamburg gibt es sowieso nicht, physikalisch gesehen. Angenommen, Sie würden glauben, es gibt nur das, was die Physik sagt, dann gibt es Hamburg nicht. Ja? Im Universum kommt Hamburg nicht vor, im Universum der Physik. So. Das wäre so ein Beispiel. Und das scheint mir zu sprechen für die gute Seite, also für das Alltagsverständnis der Sprache, weil wir die Wahrheitsbedingungen besser angeben können. Die andere Seite ist zu verzerrend. Die sagt nicht mal, dass unsere Sätze falsch sind, die geht zu weit. So würde ich erstmal in die Richtung argumentieren. Ich hoffe, Sie sehen, wie das dann in etwa gehen würde. Außerdem gibt es so alte Probleme wie das folgende. Ja? Darüber habe ich jetzt noch nichts gesagt. Sag's also jetzt. Angenommen mal, es wäre so, dass alles, was im Bewusstseinskino auftaucht, auch meine philosophischen Gedanken damit, ja, lediglich aus einer unbewussten Quelle sich speiste. Also immer Raubtierstrategie ist. Immer wenn mir was einfällt, Rosen kaufen oder philosophische Thesen, spricht das Raubtier durch mir, ja, durch mich. Ich bin also immer nur so eine Puppe. Ja, ich sage immer nur, was es will. Ja. Angenommen, das wäre so. Und jetzt frage ich mich, ist das wahr? Ja, also ich frage jetzt mal, stimmt das? Könnte das stimmen, was wir gerade also machen? Ja. Wenn es so wäre, dass das Raubtier das einfach so sagt, aber ich das Raubtier nie sehe, weil das Raubtier immer lügt,
wäre das eine Lüge. Ja? Das heißt, wenn ich ein Raubtier bin und frage mich das, kann ich mich das nicht fragen. Deswegen ist es immer nur ein Verdacht. Das Raubtier, warum würde, ja, sehen Sie, wenn alles, was das Raubtier über sich denkt, eigentlich eine Lüge ist, dann auch, wenn es denkt, dass es ein Raubtier ist. Und das sieht der Nietzsche übrigens. Der war, wie gesagt, ein raffinierter Hund, ein Schlingel, würde ich sogar sagen. Und der Nietzsche sieht das. Das ist ein altes Problem, das aus der antiken Skepsis bekannt ist, Selbstanwendung. Ja? Und Nietzsche hat viele antike Skeptiker gelesen. Und in der das Selbstanwendungsargument sieht Nietzsche, und das wurde immer vorgeworfen dem antiken Skeptiker Pyrrhon. Es gibt eine berühmte Bemerkung von Nietzsche, Pyrrho drehte sich um und lachte. Das heißt, in dem Augenblick, wo man Nietzsche das sagt, aber stopp, wenn man merkt, der Nietzsche sagt doch, er ist ein Raubtier, aber das kann er doch gar nicht sagen, dreht er sich um und lacht. Ja? Deswegen glaube ich, dass der Nietzsche Ironiker auch ist und das mit dem Raubtier nicht ernst meint. Es gibt zwei Lesarten. Die einen sagen, Nietzsche ist Naturalist, der will also sagen, du bist in Wahrheit ein Raubtier. Aber wie soll er das denn sagen, wenn alles Lüge ist? Ja? Nietzsche ist, jetzt zitiere ich ihn selber, nur Narr, nur Dichter. Wir haben hier noch eine Frage. Ja, ich habe Folgendes. Meine Erfahrung ist, ich bin also völlig unfrei. Überall, wo ich gehe, da ist Reklame, da sind sogar auf dem Bürgersteig, sind da, tu dies, mach das nicht, mach dies nicht. Und ich bin mal in ein, wo Hochtechnologie zu kaufen, gibt es mir die ganzen Fernseher, einmal durch eine Schranke gegangen, wo ich nicht durchgehen sollte. Und war gleich Wachdienst da und Polizei wurde gerufen. Wo ist da meine Freiheit? Ja. Und dann kann ich nicht mal frei entscheiden, weil die Handys, die stellen sich mal vor, sie sprechen jetzt ein Handy. Dieses Handy, diese Wellen gehen sogar durch Wände durch. Ja, meinen Sie, der geht nicht durch unser Kopf durch, diese Schwingung? So, und wenn ich so ganz das Einfache sehe mit Freiheit, mir wird ja nicht mal erlaubt zu entdecken, wie ich diesen Tisch aufmachen soll. Da steht schon, mache ihn so und so auf. Wo ist da Freiheit? Wo ist da Freiheit? Ja. Ich habe, und dann ist auch vom Staat noch, wird jetzt aufgezwungen, einen Fernseher zu haben, obwohl ich ihn gar nicht haben will. Da kriege ich Drohbriefe in der schlimmsten Form. Ist das Freiheit vom Staat? Der droht jetzt, wenn du das nicht machst, dann kriegst du einen Haftbefehl und dies. Und ich will gar keinen, und ich bestrafe ja auch keinen damit, weil ich keinen haben will. Wo ist da mein freier Wille? Wo ist da meine Freiheit? Ja. Eine abschließende Frage. Ich möchte jetzt auch keine philosophischen Abfassungen haben. Sagen Sie mal, ist das richtig oder ist das verkehrt? Genau. Nein, das ist eine Diagnose, über die hätte ich auch noch was gesagt. Das ist ein Argument, das immer wieder kommt. Das Bedingungsgefüge, in dem wir Freiheit haben, ist oft, hat diese Form in manchen Hinsichten. Und das beobachten wir auch. Ja? So, ich war gerade wieder zu Vorträgen, bin ich sehr gerne, in Japan. Und da fällt einem das noch mehr auf. Also wenn man mal am deutschen Ordnungswesen verzweifelt, an dem, was Niklas Luhmann genannt hat, die Demobürokratie, also wenn man mal an diesen Aspekten der Demobürokratie verzweifelt, ist es immer erfreulich zu sehen, dass es in Japan schlimmer ist. Da ist das noch viel reglementierter. Da gibt es dann in der U-Bahn in Tokio zum Beispiel, die übrigens nie auch nur eine Minute verspätet ist. Jede Bahnlinie fährt, glaube ich, alle 6 Minuten ohne Verspätung. Es existiert nicht, das Gegenteil der Deutschen Bahn und so. Und dann haben sie sogar zu bestimmten Uhrzeiten, sind einige Abteile nur für Frauen, andere nur für Männer und dann ist der Boden rosa, wenn es nur ein Frauenabteil ist. Und wenn sie dann da reingehen, was ich erst noch nicht wusste und dachte, ist aber auffällig, dass da nur Frauen und da Männer sind, fand ich einfach irgendwie auffällig und wollte dann in das Frauenabteil. Und schon kommt einer dieser Wächter, die in Japan in den Stationen mit den weißen Handschuhen, und zieht mich so da raus, ja, und schiebt mich mit denselben Händen in das andere Abteil rein und so weiter. So, als nur Beispiel, für wo man das noch entfremdeter erlebt, als wenn man sich einfach glatt sozusagen durch Deutschland bewegt. Ich weiß also fraglos, was Sie meinen. Es gibt diesen wunderbaren Film, den Slavoj Žižek interpretiert, They Live.
Da entdeckt irgendwann jemand, dass wir in Wahrheit schon von Außerirdischen kontrolliert werden. Und die Außerirdischen sind die kapitalistischen Herren der Welt. Das sind dann die Kapitalisten in dem Film. Und wenn man die richtige Brille trägt und das Spektakel durchschaut, jemand findet zufällig diese Brillen in dem Film, dann sieht man zum Beispiel eine Werbung, da steht zum Beispiel, mach doch Urlaub. Und dann sitzt so ein Paar am Strand mit Kokosnuss. Und wenn man die richtige Brille trägt, steht da einfach nur Kauf. Ja, so. Also man denkt, macht doch Urlaub, ja stimmt, also Urlaub, Kokosnuss und so weiter. Und mit der richtigen Brille steht dann nur noch Kauf. Und man wird die ganze Zeit angeschrien, visuell. So. Und das ist keine Frage, so Marketing und so weiter, das hängt ja zusammen übrigens noch mit dem Neurogedöns. Genau dieser Komplex, der so. Also das will ich alles gar nicht bestreiten, dass das da ist. Frei sind sie aber deswegen, ja, weil wir gerade hier sitzen und darüber reden können. Das heißt, die Freiheit, über die ich jetzt gesprochen habe, ist die, dass sie sich dazu verhalten können und genau solche Fragen stellen. Und da gibt es meines Erachtens, das meinte ich damit, als ich gesagt habe, der Rechtsstaat ist nicht etwa fertig und gut, einfach so mal. Die Grundstrukturen sind gut und dann muss man sich einzelne Fragen stellen. Wie zum Beispiel das, ist es denn nicht so, dass die öffentlichen Sender und so weiter, also die GEZ hat halt nicht genug Geld bekommen, der Staat braucht Steuern, setzt dazu sein Gewaltmonopol ein und zwingt sie zu Rundfunkgebühren zum Beispiel. So, ja, obwohl sie gar nicht mit dem Rundfunk zu tun haben wollen. Und das klingt natürlich, könnte man meinen, verdächtig nach, ich stelle dir eine Kiste hin und aus der kommt raus, Kauf, Kauf, Kauf. Das würden marxistische Gesellschaftskritiker würden immer in diese Richtung gehen. Und da ist ja ein Kern Wahrheit dran, gar keine Frage. Will die Diagnose nicht bestreiten. Aber man muss sich dann jeweils fragen, das meinte ich damit, in welchem Grad ist vieles ist vernünftig, anderes aber nicht. Ja, es ist vernünftig zum Beispiel, dass da steht, wie sie den Tisch aufmachen, wenn sie überlegen, was sonst vielleicht Menschen sich schon verletzt hätten in diesem Raum. Ja, für jemand, der einfach Lust hat, mit dem Tisch ein bisschen zu experimentieren, war ja ein schönes Beispiel, ist das sozusagen eine Einschränkung. Aber wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, wie viel und so weiter. Das heißt, das Gespräch wäre an den Einzelfällen zu machen. Ich möchte nicht bestreiten, dass es soziale Pathologien gibt und alles gut ist, ihr müsst nur richtig hinschauen. Das wollte ich nicht sagen, das wäre die schlimmste Lesung. Das ist doch super, Rechtsstaat ist toll, ich weiß gar nicht, was die Leute mal reden und warum knallt es überall und alle haben das Gefühl, man ist bedroht, so alles schön. Das war nicht das, genau. Aber, wie Hegel gesagt hat, schlage ich vor, die Rose im Kreuz der Gegenwart zu sehen. Das ist Hegels wunderbares Modell dafür. Jetzt ist die Rose wieder da, mit der möchte ich schließen. Sie haben das Kreuz der Gegenwart, das heißt alle Pathologien, mit denen Sie zu tun haben. Aber wenn Sie nach der Rose schauen, können Sie die Gegenwart auch verstehen. Ja? Wer in den Abgrund schaut und denkt, ja, Hegel sagt, Nietzsche, Entschuldigung, wer in den Abgrund schaut, da schaut etwas Böses zurück. Ja, aber warum sollte das so sein? Ich glaube, man muss eben, wie gesagt, genau hinschauen und dann kann beides rauskommen. Hier ist eine kleine oder größere Verschwörung am Werk, aber eben nicht überall. Lieber Herr Gabriel, ganz herzlichen Dank. Sie haben uns ermuntert, von der Freiheit Gebrauch zu machen, an unsere Freiheit zu glauben und diese Freiheit stark gedeutet, was ich für sehr erfreulich halte. Ganz herzlichen Dank, dass Sie nach Hamburg gekommen sind, dass Sie an die Buceus Law School gekommen sind. Meine Damen und Herren, Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Mitgehen, für Ihre engagierten Fragen. Wir laden Sie nun herzlich ein, sich noch uns anzuschließen bei Brezeln und Wein, die unten im Foyer dieses Auditorium Maximum gereicht werden, wie es gute Praxis und Tradition an der Buceus Law School ist. Des Weiteren möchten wir Sie herzlich einladen, auch die nächste Folge unserer Gesprächsreihe nicht zu verpassen, die stattfinden wird am 9. März zum Thema Freiheit und Verantwortung. Werden wir mit Herrn Nida Rümelin sprechen, Philosophieprofessor in München und früherer Kultusstaatssekretär, über das Thema Freiheit und Verantwortung, also ein Thema, das sich an unseren Abend zwanglos anschließen wird. Noch einmal herzlichen Dank Ihnen, dass Sie heute Abend dabei gewesen sind und vor allem Ihnen, Herr Gabriel, für den spannenden Abend, den wir mit Ihnen erleben durften. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.